Dr. Flee, vielleicht solltest du eine Pause von Social Media machen und dich etwas erholen? So kannst du deine Batterien in einem tatsächlichen Traummatch aufladen. Aha. Da schreiben sie es nochmal. Gute Idee. Ja. Wir machen so ein bisschen Digital Detox. Gute Idee, genau das werde ich tun. Wir sehen uns im Traumland. Das liebe ich an dem Kerl. Er lebt groß, aber er träumt noch größer. Ja, fehlt mir nur noch der Strohhut. Aber den bekommen wir vermutlich nicht. Ich habe auch noch Punkte offen, das stimmt. Ich habe auch noch Punkte offen, aber viele davon kamen von der Deluxe Edition. Und die habe ich mir nicht erspielt. Darum habe ich ein bisschen Angst, dass wenn ich die alle auf einmal investiere, wir alle Gegner einfach one-hitten. Darum war ich da bisher ein bisschen vorsichtig. Und mal sehen, ob ich das jetzt bereuen werde bei diesem Start. Vorhin haben wir im WoW-Stream noch drüber gerätselt, wie viele von den Keys ich mir wohl jetzt noch merken konnte nach der kleinen Pause und wie kreativ ich wohl jetzt im Ring auf die Fresse kriege. Aber wir gehen tatsächlich direkt rein. Oh, das Bild auch so auf grisselig gemacht. Das ist ja herrlich. Ey! Unser Real Outfit. Geil. Making his way to the ring from New Zealand, weighing in at 334 pounds, the WWE Intercontinental Champion, Gunther. What title do you see next for the Intercontinental Champ, Corey? Patience, Saxton, which is something you need as well as The Rock if he wants to add to his title collection. Junge, diese Sandalen. Ey, Mann. Umso länger man hinguckt, umso schlimmer wird's. Aber so wollten wir es ja haben, ne? So wollten wir es sehen. This guy actually thinks he's got what it takes to topple the 8th wonder of the world. Geil. Junge, der Katzenflex. Und jetzt einfach in die Ecke kotzen. Das real Katzen-Feeling. Oh, direkt mit Käfig, okay. Behold the unbelievable presence that is the 8th wonder of the world, Andre the Giant. The true meaning of a larger-than-life superstar. And his opponent from Grenoble, France, weighing in at 520 pounds, the 8th wonder of the world, Andre the... Damn, boy. You want to talk about dominance from Andre the Giant? How about his 15-year undefeated streak in WWE? I think we're in the midst of another streak, Saxton. Look at the size of Andre the Giant. I hope to reinforce the ring tonight. That might not be enough. Das ist halt der Vater aller Schränke. I hope they reinforce the ring here tonight. For the presence of Andre the Giant. Von dem sehe ich heute immer noch Memes und Bilder, Mann, wo er mit irgendwelchen Größen verglichen wird. Oh boy, moin. Oh, okay. Okay. Ach du Scheiße. Junge, der haut mich ja komplett zu Brei. Oh, Scheiße. Okay. Okay. Ich glaube, wir sollten da vielleicht ein bisschen anders rangehen, ha? Junge, was für ein verdammter Endboss. Aber gut, das lief, das lief. Ja, er ist aber auch schnell, Junge. Der ist nicht nur groß. Oh, ja. Er ist auch schnell. Bam. Aber ich bin schneller. Oh, geil. Ja. Schön genommen, Boxen. Sehr gut. Das waren schöne Hits. So. Gleich mal hier. Big Moves. Schmeckt. Jetzt gehen wir noch ein bisschen auf die Beine. Aber Finisher können wir noch nicht. Aber greifen können wir. Ja, ich bin eine Greifenflugroute Meister. Schön in den Rücken. Boy. Jawohl. Und wir können tatsächlich einen Finisher schon knallen. Nee, er befreit sich erstmal. Okay, dann können wir es natürlich doch nicht. Mein Lieber, was machst du da? Brauchst du Päuschen schon? Zack, was mache ich hier? Oh, okay. Wollte ich gar nicht. Ja, doch. Doch, wollte ich genau so. Exakt so wollte ich es machen. Na, let's go. Marienkäfer-Power. Oh, er kontert. Und ich konter den Konter. Ey, der hat mein RKO kommen sehen. Wo sind wir denn jetzt? Den sieht man gar nicht kommen. Lügen, Andre. Zack. Sehr gut. Aber overall läuft es gerade doch besser als ich... Oh, shit. Okay, ich habe nichts gesagt. Oh, Gott. Oh, der reißt mich in zwei Teile. Oh, Gott. Oh, ja. Alter. Der Schaden, ne? Junge, sie müssen sich Bowlingkegel fühlen, wenn die neu aufgestellt werden. Das hat zwar keinen Körpertreffer direkt erzielt, im Sinne von, wir sind komplett rot, aber meiner Lebensleiste hat das gar nicht gefallen, Mann. Okay, ich würde gerne noch einen Griff durchbekommen. Schaffen wir auch, big. Sehr, sehr gut. Zack. So, erstmal wieder auf die Bretter geschickt. Und dann vielleicht nochmal einen Finisher probieren, aber er steht sehr schnell auf aktuell. Sehr, sehr schnell. Oh. Der hat aber auch gesessen, Junge. Oh, mein Lieber. Haben wir eigentlich irgendwelche Gewinnbedingungen? Nee, ne? Ich muss nur den Kampf richtig im Griff haben hier. Zack. Einmal rübergerollt. Schönes Ding. Reingelockt hier. Okay. Schnauze voll. Kann ich verstehen. Aber er leidet auch, ne? Er hat so schöne Schüchchen an. Aber die helfen ihm gerade nicht. Junge. Solche schnellen Bewegungen. Oh, dürfte er gar nicht können. Das war's mit der Wirbelsäule. Was wird das jetzt? Will er abhauen? Nix ist. Runter hier. Hör mal. Runter hier. Sag mal. Das gibt's nicht. Der will wirklich abhauen gerade. Merkt ihr das? Glaubst ja nicht. Runter, habe ich gesagt. Jetzt aber. Ich krieg ihn da nicht mehr runter, oder was? So ein bisschen wie King Kong jetzt. Oder? Hey, runter jetzt. Ah, finally, Bro. Finally. Ey, da tritt er mir zweimal die Schnauze. Rums. Der hat gesessen. Ran da jetzt. So, gleich nochmal hier. Zack. Schönes Ding. Und gleich richtig schön zusammenverhalten hier. Komm. Boom. Sehr gut. So. Das war schön. So. Starkes Ding. Gleich noch ein Griff. Come on. Schön. So, und jetzt kann ich mich doch bestimmt verpissen, oder? Sollen wir uns verpissen? Ich dachte eigentlich, wir sollen ihn pinnen, aber es sieht gar nicht so aus. Ich glaube, wir sollen wirklich raus. Wenn er das so vorgemacht hat, oder? Machen wir das einfach nach. So. Oh, ich hab's wieder verkackt. Scheiße, ich hätte L drücken müssen, ne? Kann ich das jetzt immer noch? Kann ich nicht. Ach, nee. Andre, du musst mir helfen. Guter Move gewesen. Ja, da haben wir ein bisschen anders vorgestellt. Aber es war auch ein bisschen schön, oder? Ich finde, das muss man sich auch erstmal trauen. So, jetzt Achtung, jetzt darf ich nicht missklicken. So, jetzt, ich will raus. Genau. So. Raus wollen wir. Sehr gut. So. Und runter. Schön schnell. Ja. Sehr gut. Aber den Flachkörper fand ich auch stabil, ey. Hey. Kann ich nochmal eine Slow-Mo sehen von meinem Jump? Is even more impressive. Mark your calendars, gentlemen. We just witnessed a giant be toppled in front of our very eyes. Seht euch das an, ne? Viele wollen es nicht hören, aber das ist der ideale Mann, den wir da sehen. Danach sollten wir alle streben. Aber die Gesellschaft will nicht, dass wir das wissen. Darum wurde dieser Mann auch rausgeschnitten aus der Wrestling-Geschichte. Junge. Das war ein schöner Fight. Hatte kurz Angst, dass ich jetzt mit dem Move am Ende so richtig reingeschissen habe und er einfach rausklettert. Das wäre richtig painful gewesen. Aber nee, ich war nur wieder zu schnell, hab mir halb das Genick gebrochen. Ja, normaler Freitagabend, würde ich sagen. Perfekt. Aber du spielst in Story-Mode? Ja. Oder auch gegen Leute aus dem Chat? Nee, lieber nicht. Da haben wir bestimmt richtige Ultra-Nerds, die mich dann komplett zerlegen. Das ist, glaube ich, nicht besonders sinnig, würde ich sagen. Okay. Das hat hingehauen. Wir haben 3 weitere Punkte bekommen. Und das heißt, wir könnten irgendwo zumindest im Kleinen investieren. Da hatte ich überlegt, ne? Ob wir nochmal ein bisschen mehr into Widerstand gehen. Ich glaube, das machen wir auch. Das ist eine gute Idee. 9 Punkte. Yes. Bei Widerstand. Und dann wollte ich eigentlich mehr in Schlagen gehen, richtig? Damit wir uns hier nicht geschlagen geben müssen. Ausgezeichnet. Wenn alle Männer so perfekt aussehen, implodiert das Universum. Das stimmt. Und dann werden wir alle wiedergeboren als Marienkäfer. Fantastisch. Okay, tut sie noch was in den Medien? Vermutlich nicht, weil wir hatten ja gerade Social Media Pause, ne? Hier gab es nur die Ansage wegen dem French Rules, genau. Da ist Mills natürlich wieder ein bisschen am Rumnerven. Au revoir, ihr Loser. Hoffentlich für lange, lange Zeit. Och Mann. Sie haben sich so viel Mühe gegeben, auch mit ihren Herzchen da, hä? Und dann so ein Ding. Naja, tschüss, ihr Eumel. Und ein paar PNs. Oh, von Kat, das war ja unsere Filmtante hier, die uns so ein bisschen begleitet. Ich habe herausgefunden, was passiert ist. Du hast den Post deines Fans missverstanden. Das hat nicht Andre the Giant gepostet, sondern so ein Typ namens Andrew the Gym Rat. Junge, ist einfach der zweite Account von Prinamic. Grüße gehen raus. Das ergibt schon mehr Sinn. Und mit mehr Sinn meine ich, dass es überhaupt Sinn ergibt. Ja, du hattest echt nicht gut geschlafen, hm? Denke nicht. Und nur um das klarzustellen, dieser Gym-Rat-Typ will meine Beine fressen? Sieht so aus. Und wenn ich mir sein Social-Media-Profilbild so ansehe, ist das ein verdammt großer Kerl. Ich denke, ich werde ihn mir mal ansehen, wenn ich wieder im Gym bin. Ja, einfach ein paar Leute vermöbeln, oder? Voll normal. Jerisa, gute Nacht. Guti, wen haben wir denn noch? Mustafa hatten wir hier stehen. Fanny hatten wir hier stehen. Adam Pearce, den kenne ich auch noch. Wer war das? War das der Präsident von SmackDown? Irgendwo hatten wir den auch in der Storyline vom letzten Game. Aber ich glaube, ich will erstmal mit Michaels quatschen. Der war eigentlich immer lässig drauf. Hey, Champ. I've been meaning to talk to you about a potential big opportunity. Is now a good time? Yeah, sure. What's going on? So far, you've been living up to the office's expectations. But now it's time for a big test. We want The Rock to headline a live event for the first time, defending the Intercontinental Championship. A live event? I'm not sure that's a big test. Let me finish. The live event's in one of our top markets, LA. But there's always a lot of competition for the WWE Universe's entertainment dollar. Takes a big name talent to put butts and seats there. You know, like when I main evented WrestleMania 12. Wasn't that in Anaheim? Technically not LA. Nothing gets by you. Mm-hmm. Anyway, you can sell out a major arena in LA. You can do it anywhere. Even Anaheim. So what do you think? Na klar, machen wir. I think I'm more than ready. Let's make it happen. Great. We thought we'd let you choose who you want to main event against. Sami Zayn, Ridge Holland, Austin Theory. We can just promote your appearance without an opponent. Welchen Gegner ich will? Boah, eigentlich muss es wieder Sami sein, oder? Ridge Holland, Austin Theory. Ich krieg die Arena alleine ausverkauft. Boah, das ist schon mutig, ne? Wenn das da nicht hinhaut, das ist dann schon ultra cringe. Andererseits würde ich gern Sami auf die Fresse hauen. Aber dann teile ich auch so ein bisschen den Werberuhm mit ihm, ne? Will ich das? Ich glaube, nein. Wir machen das alleine. Scheiß auf die. I'm confident I can sell out the event on my own. No need to announce an opponent. The WWE Universe will pay to see me beat anyone. Bold decision. I guess we'll find out. Ja, perfekt. Wenn er sagt, das ist echt mutig, Mann, dann sollten wir das auf jeden Fall machen. Scheint richtig gut zu laufen. Okay. Dafür darf er jetzt bestimmt gegen alle 3 gleichzeitig kämpfen. Shawn Michaels ist jetzt richtig sauer. Aber nicht so sauer wie der Bruder. Mann, warum ist er immer noch in den Ladebildschirmen? Jetzt habe ich ihn sogar aus der Werbung verbannt und er verfolgt mich immer noch. Scheiße. So, big live event coming up. Do you feel extra pressure knowing that same night The Rock will be in LA promoting the premiere of his new movie Mudslide? Oh. I don't know why they didn't call it Rockslide. It was right there. Junge, mit diesen Haaren sehen wir eigentlich noch schlimmer aus, als wie wenn wir uns für den Ring fertig machen, oder? Was interessiert mich so ein blöder Film? Ja, wir beefen komplett bei The Rock rein. don't care if it's The Rock. I'm not worried about a dumb movie premiere. Would you rather watch celebrities walk a red carpet or watch me defend my Intercontinental Championship? Easy decision. I should mention that it's not just a typical movie premiere. Rock's giving away 100 brand new pickup trucks, and anyone who attends is eligible to win. Junge. I heard fans were lining up weeks in advance. Look, it's gonna be fine, okay? When the bell rings for my match, those seats will be full. Got it. Oh, and just a heads up, I might be a little late to the show on account of the fact I need to cover a friend's shift waiting in line for a truck at Rock's premiere. But I'll try my best to catch your match too. Got it. Thanks. Okay, ja. The Rock verschenkt 100 Pickup-Trucks. Das ist eventuell nicht so gut für unsere Show. Aber wir belieben einfach, dass alle Leute Pickup-Trucks hassen und deswegen stehen so nur sie und ihr Freund da an. Oh, das ist nicht voll. Oh, das ist nicht voll. Oh nein, die Leute lieben Pickup-Trucks. Scheiße. Rock gegen Lock, ja, bestimmt, ne? Aber gut, es ist doch fast voll, die Halle. Ja. Das kommt schon hin. Jetzt haben wir auch wieder dieses schreckliche Outfit. Oh, ist da wer verendet gerade im Publikum? Wurde da gerade einer weggemessert, Junge? Das hat sich gar nicht gut angehört. Das könnte auch mein Bruder sein, das stimmt. Aber leider ist das mein Lock-Outfit. Mhm. Ganz locker. Nun gut, unseren Einmarsch kennen wir ja auch schon. Da können wir, glaube ich, den Rest skippen. Ohne Katzenkopf ist das nicht so fein mit anzusehen. Ah, jetzt sind wir wieder richtig hier. Oh, okay. Maybe hätten wir den aufs Poster packen sollen. Ah. Könnte sein, dass ich jetzt leicht auf die Fresse bekomme. Den fand ich immer übel wack und dann habt ihr irgendwann mal erzählt, dass er einfach alles gewonnen hat, was mega krass gerade zu gewinnen wäre. Und ich fand ihn immer ultra lame, als ich ihn so das erste Mal gesehen habe. Und dann hieß es auf einmal, naja, pass lieber auf, wenn du das so sagst. Boy. Haben sie aber gut eingefangen, ne? Ist aber auch ein fancy Mantel. Aber da wir gerade Andre the Giant vermöbelt haben, werden wir ihn auch schaffen. Hat sich ausgeguntert. Junge, der ist gar nicht so heftig vom Auftritt wie ein Batista oder ein Andre. Aber er hat so eine ganz eigene Präsenz gerade mit reingebracht. Würde ich am liebsten gleich nach Hause gehen, wenn ich der Gegner wäre. Heftiger Auftritt. And is for the WWE Intercontinental Championship. Introducing the challenger from Vienna, Austria, weighing in at 297 pounds, Gunther. So viele leere Stühle, Mann. Oh no. And his opponent from New Zealand, weighing in at 334 pounds. He is the WWE Intercontinental Champion, Dr. Ibims. Ey, der erste Griff muss jetzt gut sitzen, ne? Sonst wäre das so eine Geschichte, wo ich nie wieder aufstehe. Ich riech das schon. Ja, vielleicht kriegen wir ein paar mehr Signature-Moves durch diesmal. Das hat gerade nicht so gut hingehauen. Wenn ich diese Mid-Game-Phase, wenn er Kampfrausch zieht, wenn ich die gut überbrückt bekomme, dann glaube ich, kann das geil werden. Aber da müssen wir natürlich erstmal hinkommen, ne? Da hängt er schon in den Seilen, junger Rutz. Schön unten bleiben, mein Freund. Aber ich helfe dir hoch. Oh, ja. Da war der Kinderwunsch leider ein unerfüllter geblieben. Das war aber auch ein gemeiner Move, ey. Da kontert er doch gleich richtig ehrenlos rein. Zack, aber noch nutzen wir unsere Oberhand. Ja, schönes Ding. Weiter geht's, komm. Noch liegt er. Noch geht's schön an die Beinis. Oh, ja. Ja, die Beine braucht man ja auch nicht, ne? Man kann ja auch auf seinen Händen laufen. Muss man sich keinen Kopf machen. Was ist hier los, ey? Schiri, ich wollte nicht tanzen. Junge. Was war da los? Runde Tango im Ring oder was? Brawley mit der 15. Dankeschön. Und er hat wirklich einen Schnitzer aus mir gemacht. Na, hat mich schön weich geklopft, ey. Damn, Son, hätte ich nicht gedacht. Dachte, den ballern wir easy um die Ecke nach dem Andre-Ding. Aber anscheinend nicht. Putz, ey, dieser Move bei unserem Astralkörper, ne? Der kommt auch so unerwartet des Todes. Und direkter Konter mit dabei. Sehr schönes Ding. Jawohl, gleich weiter rein hier, komm. Da machen wir weiter. So, schön die Rübe ein bisschen bearbeiten. Hier, oh ja, direkt Bock wieder. Aber wir können greifen. Ja, und der gute alte Lieblingsmove. Guck mal, da klopfen wir ja auch ein bisschen. So, nur kein Beifall. Sehr schön. Klopfen und klatschen. Liegt oft dicht beieinander. Das lernt auch Gunther gerade. Aber irgendwie ist vor allem sein Kopf bearbeitet. Da muss noch ein bisschen mehr gehen. Bisschen mehr, bisschen anderes. Komm mal hoch, mein Schöner. So, war nur ein Prank. Bleib mal lieber liegen. Das ist besser für die Gesundheit, weißt du. Wenn der Doktor in der Nähe ist, dann immer liegen bleiben. Ja, das ist wichtig. Oh, das war nicht so schön. Aber wir müssen hoch jetzt. Wir müssen hoch und uns befreien von ihm. Nein. Ah, wieder die Erholung gewastet. Scheiße. Warum macht er das? Immer kurz bevor ich ihn benommen kriege, wird er zum gottverdammten Berserker. Bro, was ist los mit dir? Oh mein Gott. Oh no fucking way. Das ist wieder genau die Kampfrauschphase, die ich vermeiden wollte. Totstellenangriff. Ja, das war ein sehr effektiver Totstellenangriff, würde ich sagen. Zack. Das war der Real Deal. Okay, schnell wieder rein. Schnell wieder rein. Im Ring, da sind wir zu Hause. Wir sind die Gummibären. Wow, jetzt ist mein Griff nicht durchgekommen, weil er noch am Klettern war, oder was? Junge. What is happening? Oh Gott, ich habe keine Ahnung, wer hier wen greift und nicht. Ah, das kennen wir. Okay. Ja, ohne mein Genick bin ich wehrlos. Das hat er richtig erfasst, aber wir befreien uns. Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Und dann gehen wir weiter rein und probieren nochmal so einen Griff, würde ich sagen. Sehr schön. Bam. Das war ein guter. Wir haben auch noch keinen Finisher so richtig ready. Jetzt kommt's. Okay, jetzt sind wir langsam da, wo wir hinwollen. Boom. Schönes Ding. Oh, richtig schönes Ding. Und into Finisher. Das wird ja Benommenheit, sein Urgroßonkel. Zack. Ich glaube, pin-technisch ist da noch nicht viel drin, aber wir tryen mal. Ja, wieder der Zweier schon mal. Ist okay, ist okay. Das machen wir jetzt noch ein, zwei Mal. Und dann dürfte das aber auch ausreichend sein hier. So, Kopf ist schon mal schön rot. Das heißt, wir gucken, dass wir uns, wenn möglich, auch wieder auf ein paar andere Sachen konzentrieren hier. So, sehr schön. Bei den Beinen, da geht farblich auf jeden Fall noch was. Na komm, du willst es doch auch, oder? Zack. Sehr gut. Beine jetzt auch rot. Oh, jetzt kommt er hoch. Vorsicht. Der ist auch schnell. Aber ich bin schneller, mein Lieber. Jetzt leidet er aber. Jetzt hat er gerade nicht so die Freude seines Lebens, muss man sagen. Aber wir wissen, wollte ich sagen, das, oh ja, kann sich leider auch schnell bei unserem Freund und Kupferstecher hier ändern. So, schön die Beine rein. Oh, gute Hits. Gute Hits. Und jetzt nochmal zu Boden bringen. Super. Und nochmal einen Pin-Versuch. Ich meine, Beine sind jetzt auch tiefrot, ne? Ja. Schönes Ding. Schönes Ding. Weil ich jetzt die Phase in der Mitte ein bisschen besser hatte. Intercontinental Champion, Doctor. Yeah. Ja, zum Glück haben die alle hier so richtige TikTok-Brains im Publikum. Die haben schon vergessen, dass ich einmal verloren habe. Schön Gum-Gum-Bazooka, genau. Geil. Ja, war doch schön, oder? Sehr gut. Was sagt der blaue Kreis? Das ist eine gute Frage. Der war gerade kurz da, ne? Kann ich dir gar nicht sagen. So, how did it go out there? The match went fine, but in case you didn't notice, the arena was only half full. So, not great. What do you chalk that up to? I thought I could sell out the show on my own, but maybe I got overconfident and bought into all this lock hype. Or maybe it's just tough to compete with The Rock giving out free trucks. Who knows? Wer weiß. Woran kann es liegen? Der blaue Kreis ist Ausdauer. Ah, okay. Oh nein. Und wir werden wirklich von Rock angetweetet? Die Premiere meines genialen neuen Films Mudslide in L.A. war ein Riesenerfolg. Angeblich? Ja, schreibt erstmal fertig, Männer. Sorry, dass ich schon lesen wollte. Ja. Ja, ja, schreibt ruhig einen Roman über Social Media. Kein Problem. Komm, noch eine Antwort. Komm, wir machen Lesestream. Das war ein Joke, Mann. Hör auf jetzt. Junge, chillt mal. Wichtige Entscheidungen für deine meine Story sind mit diesen Wegpfeilen markiert. Solche Entscheidungen wirken sich auf den Verlauf deiner Story aus oder beeinflussen, mit welchen Superstars du dich später verbünden wirst. Aha. Du solltest Lock und Legacy mehrmals spielen, um andere Entscheidungen zu fällen. Ah ja. Verstehe, aber ich würde vor allem erstmal gern wieder hochscrollen. Darf ich gar nicht? Wer sollte das denn so schnell lesen jetzt alles? Na gut, dann gehen wir mal davon aus, dass die beiden sich einfach ordentlich welche angelegt haben. Ja. Rock hat Promo für seinen Film gemacht, wir haben ein bisschen gegengewettert. Und hier am Ende schrieben wir, aber wurdest du als das nächste große Ding gehypt, das dann den Titel als World Champion schon sicher hat? Verstehe. A lock on the title. Deswegen der Spitzname. Und ja, ich wurde auch so gehypt. Und ich hatte noch zusätzlich Druck, weil ich der allererste Superstar in dritter Generation war. Es gab so einige Hürden. Ich hatte eine miese Frisur und die Fans haben Stirb, Rock, Stirb skandiert. Aber das habe ich alles überwunden. Ich kenne dich nicht, aber du hattest einen schlechten Abend. Das kannst du auch überwinden. Hä, ist voll supportive grad? Danke für den tollen Rat. Spart dir deine Ratschläge für wen anderen? Puh. Das ist eigentlich voll nett, ne? So hatte ich The Rock auch immer als Eindruck oder in Erinnerung. Klingt ein bisschen sinniger. Wenn man sich irgendwelche Talkshows oder so reinzieht, ne? Scheint einfach ein cooler Dude zu sein, aber ich glaube, wir beefen trotzdem rein. Weil ich würde gern gegen ihn fighten. Und wenn wir uns jetzt mit ihm auf cool verbünden, dann ist scheiße. Deswegen hat er uns einen netten Tipp gegeben. Oh, und wir beefen einfach massiv gegen. Spar dir deine Ratschläge. Boom. So. Du hast recht, es war nur ein schlechter Abend, der so organisiert war, dass ich nur versagen konnte. Also spar dir deine Ratschläge für jemand anderen. Hey, ich verstehe das, du warst mies drauf, weil du gerade vor einer halbleeren Halle standest und so weiter. Ja. Aber... Halle Hintern aufgerissen. Wenn du mich nicht hören willst, dann lass ich einfach meine Taten für sich sprechen. Wir haben noch ein paar zusätzliche Pickups liefern lassen. Eine davon gehört dir als Friedensangebot. Was? Ernsthaft? Nein, nicht ernsthaft. Ich habe viel zu viel Zeit mit dir vergeudet. Jetzt verschwinde aus meiner Timeline. Du miese Petriger. Möchte gern der Broni. Jabroni? Was zum... Wow, er hat uns noch komplett hops genommen. Ja, einzig richtiger Umgang mit so einem beefenden Eumel wie mir. Aber ich habe eigentlich gehofft, er will sich jetzt auf dem Truck mit mir möbeln. Lol. Komplett Banane. Ernsthaft Cut. Sorry. Na toll. Jetzt kriegen wir von allen Gegenwind und haben uns lächerlich gemacht. Super. Das hat hervorragend funktioniert. Was lernen wir daraus? Immer toxisch in den sozialen Medien sein, Leute. Es lohnt sich einfach immer nicht. Shawn Michaels. Hey, komm beim nächsten Raw mal zu mir. Ich muss mit dir über was reden. Ah, da kommt die nächste Schelle. Oh nein, ich hab's so reingeschissen jetzt, ne? Wir haben zwar gegen Gunther gewonnen, aber irgendwie alles drumherum. Hat sich jetzt nicht so richtig gelohnt, würde ich sagen, wa? Na gut. Immerhin kennen jetzt ein paar Leute mehr unseren Namen. Problem ist nur, die hassen uns auch direkt, ja. Das kann jetzt hier für diverse negative Momente sorgen. Wie ganz am Anfang, wo wir eigentlich gewonnen haben. Dann kam aber der Kumpel von dem, den wir besiegt haben, den wir vorher auch blöd angemacht haben, hat uns noch irgendwie eine Leiter über den Kopf gezogen oder so ein Shit. Und da ist Shawn Michaels. Aber er hat eine neue Jacke, oder? Vielleicht hat er die von den Boni gekauft, von meinem letzten Match, die er da bekommen hat. Ja, wir sind bestimmt immer noch richtig cool miteinander. Du hättest einen Brief schreiben sollen. Papier schlägt Rock. Wow. Das hebe ich mir fürs nächste Mal auf. Danke für den massiv nicen Hinweis. Und wir gehen mal noch ein bisschen ins Greifen rein. Und dann haben wir diese Stats erstmal relativ gleich. Und dann können wir ja oben in Schlagen noch, oder gehen wir auch ein bisschen in Aufgabe rein. Erstmal können wir die ja geben. Und dann, ich meine, das sind hier diese Einerkosten, ne? Und dann nochmal 5. Können wir ja so wenigstens einen Punkt jeweils rein. Und dann sparen wir nochmal ein bisschen aufs Schlagen. So, dann sieht das nicht ganz so panne aus. Ist ja nicht unbedingt ein WoW-Talentbaum, wo wir uns komplett spezialisieren müssen für irgendein Endtalent. Danke, dass ihr zu WWE Live Los Angeles gekommen seid. Nächstes Mal liefern wir euch eine noch größere Show. Keine einzige Antwort. Perfekt. Oh! Chosen. Oder ihr kommt einfach zur nächsten PWJ-Show in LA. Ich verspreche euch, mein Match wird deutlich besser als das Gegorke, das Dr. Fleef euch präsentiert hat. Wow! Okay, erst die einzige Antwort. Dieser eine Bruder, der immer alle Tweets kommentiert, ne? Legende. Und The Rock mit weiterer Werbung für seinen Film. Mudslide. Okay. Ja, der Doktor, der hat sich wirklich nicht den allerbesten Ruf erarbeitet. Real Tavish on a Heel Ziggler. Das ist auch eine Nebenquest. Hey Kumpel, ich habe gesehen, dass dein Headliner-Auftritt bei deinem ersten Live-Event in L.A. ein ziemlicher Flop war. Wenn du deine Kasseneinnahmen steigern willst, sag einfach Bescheid. Ich weiß 1, 2 Dinge darüber, wie man es in Hollywood zu etwas bringt. Du weißt mit Sicherheit 1, 2 Dinge über Flops. Hey, ich wollte dir nur helfen. Schläge unter der Gürtellinie sind da echt nicht angebracht. Ja klar, und du hast dabei ganz sicher keine Hintergedanken. Tu ich nicht. Ich will nur, dass all meine Superstar-Kollegen mit dem guten Aussehen und Charisma eines Filmstars in möglichst vielen Bereichen erfolgreich sind, damit sie mich irgendwann als Co-Star anheuern können. Ist das denn ein Hintergedanke? Nein. Nein, nein. Alles klar. Wie wär's damit? Du und ich kämpfen bei Raw in einem Non-Title-Match gegeneinander. Und wenn du gewinnst, dann lasse ich dich in Ruhe. Aber wenn ich gewinne, lässt du mich dir zeigen, wie du über deinen Kassenflop hinwegkommst, und zum nächsten Superstar wirst, der es in Hollywood zu etwas bringt. Wie The Rock oder sogar The Miz. Was sagst du? Ich kenne ihn gar nicht. Aber er sieht aus, als könnten wir ihn easy kaputt hauen. Wir sehen uns im Ring. Du hattest mich bei, dann lass ich dich in Ruhe. Wir sehen uns im Ring. Okay, Walk of Shame. Das war's dann wohl mit Hollywood. Nacht 12, hi. Meine Frage an die PvPler, wie bekommt man den schrecklichen Sattel? Ich glaube, der ist gelistet unter den Arena-Erfolgen, oder? Von wegen 90 Siege in einer gewerteten Arena oder so? War das das Ding? It's the future of WWE, The Lock. Yeah! Ach, immer noch das Outfit. Kann ich wieder gegen alte Stars kämpfen? Ich will meine Katzenmaske. Aber den Einlauf kennen wir. Wir sind ready. Yo. From Hollywood, Florida, weighing in at 218 pounds, Dolph Ziggler! You know, Dolph Ziggler has twice been the sole survivor at Survivor Series. Well, sometimes you forget just how much Dolph Ziggler has really accomplished in WWE. But this is a superstar who has stood the test of time. Ooh. Junge, wie ich da stehe einfach. Außen am Ring. Ist der Prinz Charming, oder was? Junge, die Friese ist ja insane. Na gut. Mal gucken. Erstmal gibt's einen Grip, ja? Jo. Na, wenn der immer sitzt. Ist schon mal schön. Seems to me like Dolph's the one that can use the mentoring. The Lock's already an Intercontinental Champion. Oh, damn, okay. Er hat Bock, er hat Bock. Das ist in Ordnung. Oh, was wird das? Oh! Okay, Mr. Ziggler. Ja, ja, ja. Der hat dolle Bock, Der lässt mich schon wieder gar nicht hochkommen hier. Hör mal. Oh! Bruder, bist du eine Erektionsstörung oder warum darf ich nicht hochkommen? Das ist ja unglaublich. Jetzt aber. Der ist wieder schneller. Oh Gott. Oh Gott. Oh nein. Oh, was war das? Gum Gum Gatling. Bro. Das ist gar nicht gut. Wie heftig habe ich schon gefressen, Mann. Ich habe mich so gefreut, dass mein erster Grip gesessen hat. Und jetzt fährt der Bruder completely mit mir Schlitten. Denkst du, Kollege? Am Arsch. So, zack. Und jetzt schön liegen bleiben. Ich will erstmal in den Ring wieder. Mutti, ich will in den Ring. Ja. Da bin ich. Komm mal her, mein Freund, jetzt. Na, hörst du auf damit? Lässt du dich greifen? So, guck mal. Das mögen wir besonders gern. Einmal schön den Kiefer umgestalten. Hervorragend. Oh, was war das für eine Rolle? Das war aber ungesund. Oh. Boy. Oh mein Gott. Sofort Erholung. Ja, come on. Schnell in den Grab rein. So. Und schön rein da. Sehr gut. Oh, what is happening? Was war jetzt? Are you serious? What is the Miz doing out here? Oh, he probably noticed it'd been an hour since he saw his face on the TV screen. Aber auch da hatte ich eigentlich eine Konterchance. Warte mal, wenn wir jetzt schnell genug sind. Ja, maybe. Ah ja. Okay, man ist ja lernwillig. So, ja, Eumel. Nicht so gut gelaufen, ha? Zack. Oh ja, schöner Treffer. Sehr, sehr schön. Oh boy, das war genau der Move, den ich vorhin aber sehr, sehr gern gesehen hätte nochmal. Aber wir können ihn noch nicht greifen. Ah, jetzt haben wir. Na, wer hat hier wen? Scheiße, oh nein. Junge, der Tanz mit dem Teufel. Ich distanziere mich, aber er hat so Bock, ne? Oh boy, wie insane kann man gönnen. Er hat halt so flüssige Moves so schnell hintereinander, ne? Wahnsinn. Aber diesmal bin ich deutlich besser auch mit den Kontern dabei. Und unsere Schläge sind ja wirklich nicht ohne, ne? Da haben wir ja schön reingeskillt. But, das ging wieder auf den Kopf. Guck mal, jetzt wollte ich extra gucken, dass wir nicht nur auf den Kopf gehen. Kopf ist schon wieder gelb. Boom. Okay, der ist ein bisschen gefailt, wie es aussah. Dann nutzen wir das gerade. Diese kleine Pleite seinerseits. Oh, aber er hat nicht so Bock, dass ich das nutze. Okay, oh Gott, what is happening? Das ist nicht gut. Ah, das ist dasselbe wie mit Gunther gerade, Junge. Scheiße. Das war jetzt so kurz vor benommen, ne? Aber wir kommen raus. Wir kommen raus. Sehr gut. Und jetzt schnell mit dem Grab hinterher. Aber tatsächlich kommen sie mäßig wieder ran. Will uns hier ablenken. Oh, das ist auch noch erfolgreich. Oh Gott, nächster. Nächster Grab aus der Hölle. Oh, was ist das denn? Verdammtes Alien, das hier um meinen Körper schlängelt, ja? Ja. Kuscheltime ist später, Bruder. Jetzt noch nicht. Bleib unten gleich. Bleib doch unten gleich. Mensch, da macht er eine schöne Rolle vorwärts. Und wieder so ein. Oh, nee, zack. Komm, jetzt aber durchziehen hier. Jetzt haben wir ihn unten. Sehr, sehr gut. Jetzt haben wir ihn unten. Dann können wir jetzt nochmal ein bisschen reingrabben. Schön ein bisschen die Nase umdekorieren. Sehr, sehr gut. Und er rollt raus und Miz lenkt wieder ab. Warum komme ich aus der Nummer nicht raus? Warum falle ich da jedes Mal drauf rein? Oh Gott, und das ist doch eine Falle, oder? Ist es wirklich? Oh, no way, Bro. Das war wirklich eine Falle. Come on, ich zeig dir auch eine. Guck mal. So bringt man seine Kinder ins Bett. Wenn die nicht schlafen wollen, kriege ich noch ein paar Pommes, Papa. Na sicher, wir haben noch was im Tiefkühler, mein Sohn. Guck mal, hier ist es schon. Zack. Einmal die Pommes Frites. Die Pommes Frites mit Pommes Frites. So, legendäre Bestellung bei den Ludolfs. Aber, ja, schönes Ding. Das war gut. Unser Miz hat einen Stuhl reingeschmissen. Aber wir gucken mal, dass wir einen Finisher durchbrettern. Gutes Ding. Und noch ist er benommen. Der Schiri wirft den Stuhl wieder raus. Du sollst zählen, du Sau. Oh nein. Come on. Hey. Ich hatte kurz. Geil. Ich hatte kurz Angst, dass der Schiri jetzt zu langsam zählt. Weil er ewig braucht, um den Stuhl rauszupappen. Aber es hat noch hingehauen. Weil wenn der Bruder jetzt nochmal hochgekommen wäre, dann hätte ich wirklich einen Gesundheitsstein gebraucht. Den ganzen Brunnen hätte ich dann reindiven müssen, ey. Aber gut. Die Rückrunden, ne? Die funktionieren schon ein bisschen besser. Das ist schön zu sehen. Und ich fühle mich auf jeden Fall auch nicht overskilled. Wenn die Bock haben, dann geben die mir richtig mies. Schön ein paar Bomben in die Magengegend. Irgendwelche Gedanken zu meinem großen Casting? Auch zu der großen Überraschung, ja. Ich denke, ich habe dich besiegt, also musst du mich in Ruhe lassen. Du hättest mich in einem Match von Angesicht zu Angesicht... Wir lassen erstmal weiterschreiben, ich erinnere mich an dieses Problem, ja. Du hättest mich in einem Match von Angesicht zu Angesicht besiegen müssen. Davon, dass Simis eingreift, hat keiner etwas gesagt. Das ist ein völlig anderes Skript. Aber wenn du einen Partner findest und Miss und mich in einem Tag-Team-Match besiegst, lasse ich das ganze Hollywood-Mentoring-Ding endgültig bleiben. Wie wär's damit? Ich passe. Ich habe keine Zeit für diesen Hollywood-Unsinn. Gibt's denn keine Game-Show, für die du vorsprechen musst oder so? Oh oh, sieht aus, als hätte Dr. Fleef keinen Co-Star an seiner Seite. Wie traurig. Ich dachte, wir arbeiten hier auf eine Komödie hin, aber wie sich zeigt, ist es eher eine Tragödie. Ich glaube, du hast recht, Miss. Noch eine One-Man-Show, die sich nicht lange halten wird. Wie schade. Wisst ihr was? Euch beide knöpfe ich mir vor. Ich krieg das hin. Und wenn ich gewinne, gibt's keine Fortsetzungen mehr. Heißt das, ich mache jetzt ein 1 gegen 2? Oder darf ich mir einen Partner suchen? Ja, aber wen? Hab's mir mit allen vergrault, ne? Scheiße. Na gut. Dann... Oh, Gabriel! Du könntest mein Buddy sein. Das ist ja ein Zufall, dass wir uns hier sehen. You wanted to chat about Dolph Ziggler and The Miz? Are they friends of yours now? Mit ihm haben wir es uns noch nicht verschissen. Not at all. More like the opposite. I need a little help getting them off my back and out of my social media feed. You down for a tag match? Hoffentlich. Tall order with those two, but count me in. Ja, die waren ja gerade schon ziemlich asozial drauf, ne? Wenn das jetzt offiziell ist... Junge, da blinzelst du einmal zu lang und hast eine Leiter im Gesicht. Welcome mit dem 5. Vielen Dank. Cool. Ja, ist wirklich cool. Welcome. Gut, das war einfach. Die Rock-Fragen finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut. Okay, dann hätte ich gesagt zum Match. Und dann gibt's richtig schön auf die Fresse. Let's go. Ich möchte den Bruder endlich aus dem Ladescreen kriegen, Mann. Warum ist er immer noch da? Hoffentlich greift der jetzt ein und wir können ihm die Leiter ins Gesicht hauen. Ich ahne aber Schlimmes, was das angeht. It's the man who might transform WWE forever, The Rock. Yeah, da ist er, aber unseren Einlauf kennen wir. Ich glaube tatsächlich, wir kennen von allen den Einlauf jetzt schon, oder? Irgendein neuer Bruder dabei? Eigentlich nicht. Ah ja. An seinen Fiebertraum da mit den Farben erinnere ich mich auch. Na, da sind wir schon. Schön Einlauf, oh ja. Kotstulle oder Rieseneinlauf. Ja, die kommen auch alleine. Okay, hätte jetzt fast erwartet, dass sie zusammenkommen. Bisschen kuscheln, dies, das. Hand in Hand, hopsend über Blumenfelder. Aber leider haben wir keine Blumen hier. Schade. Na gut, sind ja auch bei WWE und nicht bei der Blue Man Group, ja? Oh, da geht's los. Hier muss ich wieder aufpassen, weil die Onkels sonst eingreifen, wenn ich hier pinnen will. No doubt The Rock and Gabriel Slade will have their hands full against the always unpredictable Dolph and his Hollywood co-star Miz in this tag team throwdown. Oh, da leidet einer. Oh, unerwartet. Okay, ich wollte ihn runterboxen. Scheiße. Das ist nicht gut gelaufen. Aber seine Möhre leidet schon wieder hier. Das ist sehr schön. Das können wir nutzen. Zack. Leckerschmecker. Schön unten bleiben, mein Lieber. Und dann gehen wir gleich ein bisschen auf die Beine hier wieder. So. Das war mal eine Dehnübung hier, wie im Geräteturnunterricht früher. Fehlt nur noch so ein Sprungbrett, das vom Bock immer rumlag, Junge, und bei mir einfach nie irgendwas gebracht hat. Aber hey, manchmal ist es nur wichtig, dass jemand da ist, oder? So zum Beispiel. So, meine Schläge. Die sind immer für dich da. Perfekt. Ja, im Hintergrund die Leute, ne? Die T-Shirts und die Schilder ist auch manchmal einfach geil. Oh, einer hatte gerade auch so ein X auf der Brust. Da wusste ich gar nicht. Toller Grab von mir. Ob das ein One-Piece-Easter-Egg sein sollte. Aber meistens habe ich auch gar nicht die Zeit, so genau hinzusehen. Ich prangere das an. Oh, jetzt hat er uns. Scheiße, das war letztes Mal schon nicht gut. Das war letztes Mal schon nicht gut. Stop it. Yes. Schön rein da. Oh, das waren gute. Das waren sehr, sehr schöne Hits. Dann gehen wir jetzt nochmal in so ein Grab hier. So. Zack. Okay. Kommst du wieder rein? Ich würde dir jetzt eigentlich ganz gern Grab verpassen. Aber nee. Oh, 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 das ist gar nicht gut in der Ecke. Oh, das ist fürchterlich. Ja, genau deswegen. Oh nein. Oh, da kommen wir nie wieder raus. Das ist ja wie so eine Ad-Mechanik bei einem Boss, Junge, wenn du überrannt wirst. Hier wird nicht gewechselt. Glaubst ja wohl. So, schön unten bleiben jetzt hier. Schön benommen. Wunderbar. Dann hauen wir dich gerade auch runter, mein Freund. Hör auf, dich jetzt festzuhalten. Hier, komm, weg da. Zack. So, und einfach mal Pin-Versuch jetzt schnell. Das wär's. Ah, das wäre so schön sauber gewesen jetzt, oder? Aber gönnen sie noch nicht, okay. Hat aber trotzdem schon ganz gut hingehauen overall. Also, wenn wir das nächste Mal ansatzweise so hinkriegen, dann bin ich eigentlich auch schon recht happy, muss ich sagen. Oh, das war schnell. Oh, das war gar nicht gut, wie schnell er gerade hochkam. Don't like. Don't like, don't like. Aber wir bleiben dran. Jo, stabil, sehr schöne Hits. Und hier jetzt in der Ecke. So, einmal zum Tanz bitten. Schön aus der Drehung, geil. Dann ist jetzt die Frage, wollen wir wirklich schon in den Finisher gehen? Hör mal, das war aber nicht menschenmöglich gerade, dieser Wechsel. Da war auch eine Gum-Gum-Pistole im Spiel, oder was? Hottag, mache ich auch jetzt. So, einmal gewechselt. Moin. Na, Miss, was geht? Putz. Okay, nicht so viel, finde ich gut. Das war doch mal lässig, oder? Schön flüssig aus dem Leben geschallert hier. Mit seinen Knieschützern, Bruder. Du sollst hier nicht Motorrad fahren. Du sollst da liegen bleiben und die Fresse halten. Das ist eigentlich ganz simpel mit mir, oder? Oh, schön den Rücken jetzt, ja. Das ist mal Tag-Team. Starkes Ding. Oh, Gabriel. Gabriel hat richtig Bock hier. Oh ja. Schön doppelt gemoppelt. Als ob, Mist, beruhige dich. Beruhige dich, habe ich gesagt. Zack. So, schönes Ding. Gute Kombo. Muss ich ihn nur gegriffen kriegen. Das sieht manchmal noch nicht so flüssig aus, wie ich es gerne hätte. Aber da geht es erstmal nach unten. Wunderbar. Und dann vielleicht ein Finisher hinterher. Obwohl er noch recht fit ist, ne? Da müssen wir jetzt schön einmal reinschallern. Wunderbar. So, noch ein paar Tritte dazu. Und vielleicht noch den ein oder anderen Griff. Aber da steht er schon auf, der miese Hund. So. Schön, jetzt ein Grab hinterher. Und nochmal runter hier auf die 12. Wunderbar. Dann würde ich sagen, du gehst jetzt nach Hause. Ey. Ja, so ist okay. Bleib da unten. Bleib da unten, dann kann ich ihn pinnen jetzt hier in Ruhe. Come on. Junge, das war ja geil. Gives you hope for the future of the tag division. Great tag team action on display, guys. Ehre. Wie sich Ziggler komplett gefühlt hat, als er da runtergesprungen ist, ne? Und dann viel zu langsam wieder hochkam. Der hat sich gerade richtig in die Hose geschissen vor Wut. Ehre. Kloa, gute Nacht. Na. Mit Gabriel, das läuft hier aber mit uns, oder? Der hat auch richtig schönen Flow bei seinen Fähigkeiten, bei seinen Moves. Dann macht auch immer Bock, wenn wir da wechseln. Haben wir eine schöne Synergie. Oh. Das wiederum ist das Gegenteil von schöner Synergie, würde ich sagen. Aber immerhin war er nach diesen Schlägen noch in der Lage, sich selber anzuziehen. Oder hat das Frauchen geholfen? Das sollten wir ihn fragen, dann freut er sich. You said no more sequels, but what about a trilogy? Ah, der Bro hat gestern Herr der Ringe entdeckt, ne? Und fühlt das jetzt. Here we go again. Don't you have a reality series to bore America with? I'm stepping in to handle casting for Dolph, and I just recruited a huge box office draw to be the newest cast member in our superstar ensemble. But I've got to keep him a secret. Classic Hollywood storytelling. Are you up to find out who it is? Uh-huh. I told Dolph, and now I'm telling you, I'm not interested in crossing over into Hollywood. How many different ways do I have to say it? Okay, you want to know the truth? Dolph and I are working on a new movie, and the producers are concerned we need a fresh-faced, up-and-coming co-star, okay? Are you happy now? We need you. Oh, wow. Ja, kein Wunder, dass er das nicht so direkt sagen wollte, huh? Next time, just come out and say that instead of wasting my time. But it's still a pass. Go bother someone else. Just hear me out. I'm gonna give you three options, okay? Rule of three. It's a Hollywood thing. You can team up with your boy Gabe one more time to face Dolph, me, and our mystery partner in a 2-versus-3 handicap match. You can take on the new mystery man alone in a singles match, or you can take on Dolph and I in a handicap match. If you agree, I'll make sure The Rock, John Cena, and Batista all tune in. Oh. Okay, wow. For real? Hollywood connections, baby. But if you lose, you have to sign on to do our movie. That's the deal. Take it or leave it. Ich finde von allem das Einzelmatch gegen den mysteriösen Mann am interessantesten. Weil 2 gegen 3 Handicap, ja, da wäre halt wieder nervig, dass dann statt einem 2 von außen jederzeit rumstenkern können. 1 gegen 2 im Grunde so ähnlich wie gerade, ne? Aber Einzelmatch gegen den Mysteriösen, zumal die sowieso vermutlich in allen 3 Modi rumstenkern werden. Mal sehen. Habe nämlich keine Ahnung, wer da kommen könnte. Fine. I've seen everything you and Dolph have to offer, so I'll take the mystery man. Jo. Ich dachte, er liegt jetzt noch so halb, weil er es nicht aushält, wer es ist. Aber anscheinend müssen wir es selber rausfinden, ha? Nun gut, der Mystery Man. Man darf gespannt sein. Ey, Arena ist auch voll, hä? Gucken wirklich einige zu. Hollywood Power. Mhm. Ja, moin. Mass Effect 2 hat heute Geburtstag, wird 14 Jahre alt. Wow. Auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Let him talk to you. I think LA Knight may let his fists do the talking tonight. And his opponent from Hagerstown, Maryland, weighing in at 230 pounds. LA Knight. Okay, schicke Weste. Good looks, charismatic as the day is long and tough as nails. Ja, der ist bestimmt schnell wieder, der Bruder. Und der macht nice Schweigefüchse mit seinen Händen. Well, I don't think anybody's going to argue the point that LA Knight is one of the most arrogant competitors in NXT history. I would agree with you, Saxton, but LA Knight has earned that arrogance with big wins over top talent. Well, now LA Knight is set to dominate all of WWE. Okay, aber ich glaube, den kriegen wir in den Griff. Hatte jetzt erst Schiss, dass Batista selber kommt, von wegen zugucken. Oh, er ist wirklich schnell. Junge. Aber das hilft dir nicht. Das hilft dir nicht. Bleib gleich unten. Zack. Schönes Ding. Schöne Bombe gegeben. Oh, das ist ein guter Start für uns, aber wie wir vorhin gelernt haben, muss das nicht wirklich was bedeuten, leider, ne? Darum gönnen wir uns erstmal das, was wir uns gönnen können. Das war schön, aber leider direkt reingeschissen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir uns da befreien können. Aber hey, wir haben ihn trotzdem irgendwie in der Ecke. Lässig. Putz. Schön mit der Drehung. Nice one. Warum ich lila bin, ein bisschen lang die Luft angehalten, leider. Wir sind ja eigentlich Arzt. Und als Chirurg brauchst du ja eine ruhige Hand. Ist ein bisschen eskaliert. Oh, oh, Vorsicht, die Schnelligkeit. Oh, die wird ihm zum Verhängnis hier bei mir. Hahaha. Geil. So, kommen Sie mal hoch. Schönes Ding. Schönes Ding. Dann haben wir ihn gleich benommen. Was passiert, wenn ich jetzt schon pinne? No way, oder? Ja, wollte ich sagen. Da ist er noch deutlich zu fit. Okay. Dann bleiben wir noch bei ein paar schönen Griffen, wir beide, oder? Oh nein! Oh! Da wollte er abhauen. Nicht so gut gelaufen. Ey, der hat gerade wirklich nicht so viel Lust gegen mich, wa? Scheiße. Kopf ist schon wieder gut orange hier. Der Mystery Man. Ich glaube, die zittern gerade hinter den Kulissen hier, Team Hollywood, ja? Aber ich bestimmt gleich auch, ey. Wenn der reinkommt, ist er richtig sauer. Misbehave mit dem 4. Dankeschön. Ja, bleibst du jetzt da liegen, Onkel, oder... Ja, komm ruhig rein. Lass jetzt Zeit, ne? Es ist ja noch früher Abend hier. Unser Charlie ist noch nicht gelaufen. Die ganzen Rentner-Wrestling-Fans, die gucken noch zu. Tatort ist noch nicht. Bam, haben wir keine Konkurrenz. Lass dich feiern, mein Sohn. So, schön rein. Gleich nochmal grabben hier. Oh. So, schön einmal aufs Maul. Zack. Ausgezeichnet. Ja, da geht noch was. Schönes Ding. Dann ist er jetzt da unten. Aber ich würde sagen, wir lassen ihn ruhig wieder reinkommen. Ja, ist okay. Oh, 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 Big Dodges. Oh, ich hätte ihn nicht reinkommen lassen. Ich hätte ihn nicht reinkommen lassen sollen. Das ist unangenehm. Ja, jetzt kommt nämlich die Rache, ey. Und wieder typisch kurz bevor die Benommenheitsleiste voll war, ne? Belastend, oder? Da werden wir jetzt erstmal eine halbe Stunde rumliegen müssen. Oder ich roll auch raus, aber ich fürchte, er wird das nutzen wollen. Ja, er wird das nutzen wollen. Oh Gott, Bro. Ganz unangenehm. Ich hätte gern diesen Todsteller nochmal probiert, aber den wollten sie mir gerade nicht ganz gönnen. Dann machen wir den hier. So. Ja, so ähnlich wie Todstellen, Kollege. Zack. Oh nein. Oh, fatal. Fatal. Schnell sofort Erholung. Da müssen wir dringend raus und rein in den Ring. Der hält uns sonst zu lange hier außen. Oh, 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 oh. Ja, schön. Jetzt am besten so eine Grab-Combo into geladener Finisher. Das wäre ultra big. Das könnte dann sogar ein Pin werden. Ja, das ist auch okay. Moin. Nicht kontern, bitte. Oh, schön. Ja, das war schön. Das war schön. Aber ich lasse dich jetzt da liegen, Bruder, weil ich habe Angst, mich hier draußen zu verschätzen in der Zeit, ey. Dann haben wir gleich irgendein Unentschieden, sind wir beide ausgezielt oder so. Was war das wieder? Partytröder auf Wish bestellt. Oh, 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 das war schnell. Oh, aber nicht schnell genug. Da habe ich immer so Angst, wenn der so krass auf mich zugerannt kommt, Mann. Aber hat ihm bisher gar nicht so richtig geholfen, ne? Hat ihm nicht so richtig geholfen. Darum lieber nochmal warten, was auch immer das gerade werden sollte. Oh, Kacke. Ich wollte nur einen Finisher durchbrezen. Jetzt macht der Onkel wieder Sachen. Oh, no! Ganz belastend. Der wusste, dass ich den Finisher durchbrezen will, wa? Eieiei. Okay. Aber wir kommen raus. Sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig, dass wir den gekontert haben. Und jetzt müssen wir eigentlich grab. Into. Runter. Sehr gut. Und Into schön Finisher auf entspannt. Und das Ding dann Into Pin. Wenn das jetzt nochmal ordentlich Schaden reinrotzt. Bam, Junge. Dann muss es das eigentlich sein. Es sei denn, er stellt sich an. Schönes Ding. Schön. Okay. Ja, ich dachte, die Schnelligkeit wird mir mehr zum Verhängnis, ne? Aber konnten wir immer ganz gut reinkontern, ey. LA Knight ist im Fatal 4-Way-Match dieses Wochenende zusammen mit Roman, AJ Styles und Randy Orton um den Undisputed WWE Universal Championship, oder? Das sind auch immer Wörter, wenn man das ausspricht, oder? Hat man auch Knoten in der Zunge. Aber gut, hier spricht man die so oft aus, dann löst sich der Knoten auch direkt beim nächsten Mal. Na, heftig, siehste. Und wir haben ihn direkt noch vermöbelt. Das könnte ihm natürlich dann zum Verhängnis werden, ja. Scheiße gelaufen. Aber schnell ist er. Schön Rakete im Hintern. Und dann geht das ab wie der Roadrunner, ja. Da brauchst du wirklich immer einen Dr. Fleef, der dann die Luft anhält. Und dir dann auch beibringt, wie man die Luft anhält, weißt du. Egal, ob du willst oder nicht. So kann es gerne weitergehen. Und ich glaube, das Schönste ist, dass Miz jetzt seine Fresse hält. Ja, Walk of Shame. Perfekt. Wir haben noch ein paar Punkte bekommen. Wir können also nochmal in die Attribute gehen. Und ich wollte ja auf jeden Fall weiter into Schlagen rein. Sehr schön. Gönnen wir uns. Und Social Media. Ach, guck mal. Miz stänkert trotzdem, oder was? Herr Dr. Fleef, ich habe mich an meinen Teil der Abmachung gehalten. Ich habe Rock, Batista und Cena dazu gebracht, das Match anzusehen. Und sie waren alle begeistert. Cena hat es sogar als den puren Wahnsinn bezeichnet. Und Cena und Batista tweeten tatsächlich. Das habe ich nie gesagt, Miss. Aber dein Match habe ich gesehen, Dr. Fleef. Leg dich weiter so ins Zeug, dann verdienst du dir bei der WWE und in Hollywood immer mehr Respekt, wenn du das möchtest. Ich habe das Match gesehen, schreibt Batista. Aber nicht, weil Miz irgendwas gesagt hat. Der Räudige. Weiter so, Flief. Hey Leute, ich bin's, euer alter Kumpel Dolph. Habt ihr irgendwelche coolen Rollen für mich und Miz? Blockiert. Ja, Batista hat ja dann sogar in Guardians of the Galaxy mitgespielt, ne? Das habe ich echt ein bisschen spät gerafft. Also nicht erst so 3 Monate, nachdem ich den Film gesehen habe. Aber da war er ja so zugemalt, tätowiert, whatever. Das habe ich echt erst gar nicht erkannt. So. Und dann gab es einen Shot, wo er so da stand, wie ich ihn aus dem Wrestling kenne. Wenn er im Ring steht und sich bereit macht. Und dann dachte ich, warte mal, kann das sein? Kann das sein? Und ja, es war so. Wild. So, Headline-Auftritt, das hatten wir ja gerade eigentlich, oder? Ist das was anderes? Nö. Das war die Geschichte. Und was wird Tavish? Ich habe im Internet gelesen, dass das Event in LA nur halb voll war. Cool. Quelle Reddit. Aber hey, du hättest mal unser Publikum damals bei WCW sehen sollen. Da waren die Tickets gratis. Kopf hoch. Das ist ja nett. Ey, wir haben eine nette PN bekommen. Sowas gibt es? Das ist ja toll. Na gut, öfter mal was Neues, ja? Okay, Shawn Michaels, Mustafa steht noch mit rum. Fanny steht noch und Adam Pearce steht auch noch. Tja, würde jetzt eigentlich erstmal gucken wollen, wie es bei Shawn Michaels weitergeht. Aber andererseits wäre es vielleicht clever, wenigstens noch eine Nebengeschichte mitzunehmen, um noch ein paar Punkte zu generieren. Weil die Brudis, gerade wenn sie mich mal im Griff hatten, dann hatten sie mich im Griff. Ja, kleiner Glückskeksspruch an der Stelle. Adam, was hat er? Welcome to Raw. Gotta say, I've been a fan of your work for a while. Can't say the same for Drew Gulak, though. I heard him mention your name in a rant about superstars who lack fundamentals. Fundamentals according to who, Drew? Mm. But if you ever want to put in a little extra super-specific training before a show, you know who to ask. Ein paar Grundlagen bei... Boah, naja, das sind bestimmt wieder irgendwelche Ekelaufgaben. Nee, nee, nee. Nee, nee. Fanny? Want to join my book club? I tried to recruit Robert Roode, but he said the only part of a book he likes is the ending. Or, as he called it, the book's finishing move. Mm-hmm. He said he's got the best ending in WWE, but I thought maybe you could take him on and show him yours? Aha, plus 10% auf Griffoffensive. Das klingt aber schon sehr, sehr geil, ne? Ne, wie nehmen wir den noch mit? Ja, ich meine, bei Büchern sind wir natürlich dabei, ne? Vielleicht hat er ja Chroniken 4 schon im Gepäck. Da wäre ich aber am Stissel. Wir haben noch sehr viele Punkte, ja. Die sind aber von der Deluxe Edition. Die habe ich mir selber nicht erspielt. Darum wollte ich die jetzt nicht einfach investieren und dann alles one-shotten oder so. Da habe ich ein bisschen Angst. Ja, Ibims. Aber mich kennen wir schon. Darum versuche ich das so ein bisschen zu streuen, auch mit dem, was wir uns selber erspielen gerade. Weiß aber nicht, wie lange das noch gut geht. Mal gucken. Oh, hat er einen Auftritt. Yo. Prepare for a truly glorious arrival. A champion in NXT and WWE, no one else is glorious. And his opponent, representing Dirty Dogs from Toronto, Ontario, Canada, weighing in at 235 pounds, the glorious Robert Roode. You can never underestimate Robert Roode's in-ring abilities. Because if you make that mistake, you are in for a rude awakening. See what I did there? I get it. Dieser eine random Dude immer. Ja, Mann, geil. Dann würde ich da auch schreien im Publikum. Bisschen abzappeln. Yo. Machen sie aber gut mit, ja? Hey, yo, Byron, he's proved he's dangerous in any situation, any night of the week. Yeah, like it or not, Michael, Robert Roode has made a career out of making the most out of his opportunities. Roode is a serious threat to any superstar, and Robert Roode is always ready to get his hands dirty. Aber er hat Ziggler auf seiner Jacke stehen. Das macht ihn direkt unsympathisch. Aber gut, er hat einen sehr stabilen Bart. Das respektiere ich. Moin. Anyone else ever heard Roode say he's got the best finisher in WWE? Constantly. But I think he's in for a rude awakening against The Rock. Ich habe ein bisschen Angst vor seinem Finisher, so wie sie den gerade lobpreisen hier. Aber bis dahin dauert es ja noch ein bisschen, ja? Bis dahin zeigen wir ihm mal, was wir so für echte Hasen dabei haben. Zack. Das war schon einer. Okay, hat ihm schon mal nicht gefallen, wie es aussieht. Oh, Junge. Der hat nicht nur einen stabilen Bart, der hat auch ein paar stabile Hits drauf. Ja, wenn ich Sie bitten darf, mich da loszulassen. Das fände ich sehr sympathisch. Zack. Royal Rumble werde ich vermutlich nicht gucken. Im aktuellen Wrestling bin ich auch ziemlich raus. Ich habe früher sehr gern geschaut mit meinem Cousin zusammen. Aber mittlerweile, ich kenne auch nur noch jeden Dritten so nach dem Motto. Oh oh. Darum, wenn es mal nebenbei laufen würde so, irgendwie auf irgendeiner gratis Streaming-Plattform oder ähnliches, dann würde ich bestimmt auch mal wieder reinseppen. Putz. Aber meistens bin ich ja abends auch am Streamen oder Raiden oder Wrestling läuft irgendwo, wo ich gerade nicht rankomme. Und darum bin ich da nicht so up to date. Zack. Sehr schön. Ja, guter Start für uns. Ich habe ein bisschen Angst, dass er gleich so eine... Ja, genau das. Perfekt. Scheiße. Aber wir haben ihn noch. Zack. Wir haben ihn noch. Sehr, sehr gut. Und bleibt unserer. Junge, also unsere Feinde haben wirklich nicht viel Freude. Oh, mit dem Schaden, den ich ihren Köpfen drücke. Oh, 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 da kannst du nur hoffen, dass unsere Gegner überwiegend sehr, sehr dumm sind. Und das dann sowieso keinen Schaden mehr anrichtet. Aber ich glaube, das ist nicht bei jedem der Fall. Oh, oh, Junge. Ja, schön rein. Ja, mit den Griffen sind wir schon gut gelaufen, ne? Beim direkten, da kontert er auch gern. Was wird das jetzt wieder? Bro, diese Moves. Einfach Gerätetorben, 5. Klasse. Bisschen Bock springen, jawohl. Da prägte ein Mitschüler den legendären Satz, ich habe keinen Bock auf Boxspringen, und hat sich dabei unglaublich gefühlt, als hätte er Humor erfunden damit. Das werde ich nie vergessen, wie er dann da stand und auf Applaus gewartet hat für, ich habe keinen Bock auf Boxspringen. Legende. So, wo rollst du denn hin? Hör mal. Die rollen hier immer sonst so raus. Komm zurück. Ich warte hier auf dich. Bisschen taunten hier, Junge. Ja, komm doch, Bruder. Komm doch. Leon mit dem zweiten. Dankeschön. Oh, oh, no. Oh, no. Oh, okay. Ja, wenn ich dir den gerade mal abnehmen darf, mein Lieber. Ich dachte, es geht hier um Finisher. Hör mal. Der Onkel kommt mit dem Stuhl vorbei. Das ist ja unglaublich. Und den wird er jetzt auch wieder nehmen, fürchte ich. Ja, das heißt, wir müssen schneller sein als er. Und das sind wir glücklicherweise auch. So, schön einmal hinlegen hier. Und dann können wir auch schon Finisher reinrödeln. Und wenn die Quest jetzt Bock hat, dann zählt das maybe sogar gleich so rein, dass wir dann auch gewonnen haben. Mal gucken. Boom, Junge. Was für Stühle. As always, Cole, you're more polite than I am, so I'll just say what we're all thinking. This was as one-sided as it gets. Dieser random Stuhl dort, kann ich den mitnehmen? Man kann immer einen Stuhl irgendwie im Schrank haben, ja. Nicht im Vorratsraum oder im Keller, einfach im Schrank. Hast du so ein paar Tassen, ein paar Gläser und einen Stuhl. Let's go. Ja, vielleicht war der Stuhl auch sein Finisher, stimmt. Das könnte sein. Dass er dich erst auf den Boden legt, bis du dich nicht mehr bewegen kannst, zusammenschlägt und sich dann mit dem Stuhl auf dich draufsetzt. Und dann liest er ein Buch. Junge, deswegen diese Buchclub-Geschichte. Aber das ging. Das war okay. Fix und finished. Perfekt. So, das heißt, wir haben nochmal 10 fette Pünktchen bekommen. Bedeutet, wir könnten nochmal ein bisschen in Widerstand auch gehen. Machen wir. Like this. So, ausgezeichnet. Was geht in den Medien? Nicht so viel Interessantes. Oh, wer ist das? Sandemonium. Sehr schön. Das erinnerte mich an das Ende des Grafen von Monte Cristo. Hast du es jemals gelesen? Ich kenne eine großartige Gruppe, mit der man darüber diskutieren kann. Bis jetzt nur ich. Aber wenn du mitmachst, verdoppelt sich unsere Mitgliederzahl. Denk drüber nach, okay? Ja, wir machen uns durchaus Freunde mit den Nebenmissionen, ne? Das ist ja nett, die haben auch echt wilde Ads manchmal. In Social Media, sagte Kraft12354. Ehre. Mr. Michaels, lief nicht so gut. Beim letzten Mal. I've been thinking back on my own career lately, and I realized a lot of my success can be credited to the factions I was a part of, both off-screen and on. Just like you, I was strong-willed and independent. But in WWE, you often find yourself needing backup. The other members of the clique and DX also push each other to be better. What are you getting at? Two prominent superstars have approached management with the idea of building a faction around you, and the brass thinks it's a good idea. Is this because of the LA live event? It's not about what happened in LA. Versprechen, dass es nächstes Mal besser laufen wird? Die Schuld für das Live-Event in LA auf die WWE schieben. Ja, das ist eine richtig gute Idee. Ja, das machen wir. Die WWE ist schuld. Und die Regierung. I was set up to fail with the whole Rock publicity stunt happening the same night. You're lucky the building was half full. Sure. Whatever. But this faction stuff has nothing to do with that. It's all about accelerating your rise to the top. And I think it says a lot that a couple of heavy hitters came to us wanting to build something around you. So I'll say it again. You just need to play ball here and trust the process. Okay, but if I do this, I see it as a good opportunity to freshen up my look. So no more lock gear, okay? Yeah. If that's what it takes to get this done, then fine. Finally. Oh, geil. Wir kriegen unseren normalen Auftritt. Okay, then I'm on board. So, who approached you about this? What are my options? The two superstars who want to recruit you are MVP and Randy Orton. Ooh. Go talk to them, hear what they have to say, and decide what's best for your career. Okay, okay. Fraktionsbildung. Du bist dabei, ein Story-Portal zu betreten. Dadurch schreitet die Story fort und du kannst nicht zurückkehren und optionale Storyteile spielen. Das ist okay für mich. Ja, cool. Die kenne ich sogar auch noch beide. Wobei MVP mir immer richtig auf den Sack ging. Der war zumindest zu meiner Zeit, Krückstockschwenk, auch ein ziemlicher Vollarsch mit seinem komischen Nasenpflaster. Und darum habe ich eigentlich wenig Bock auf ihn, muss ich sagen. Wenn wir jetzt bei The Voice wären, würde ich ihn nicht als Coach haben wollen. Ist das Randy Orton mit einem Bart? Er sieht ja aus wie ein komplett anderer Mensch. Welcher Fraktion wirst du beitreten? Du erfreust dich offenbar großer Beliebtheit, denn sowohl Randy Orton als auch MVP möchten dich für ihre Fraktion rekrutieren. Du solltest unbedingt mit beiden sprechen und deine Option abwägen, bevor du diese wichtige Entscheidung triffst. Junge... Und das ist MVP in einem Anzug? Der hat ja gar kein Nasenpflaster, den hätte ich gar nicht erkannt. Der hat auch immer so richtig abgespacete Klamotten an. Randy Orton mit diesem Bart, Bruder. Ich werde wahnsinnig. Das ist ja schön. Glad we could finally talk. Especially since you might be hearing some big promises from guys like MVP. But let's cut to the chase. What has he really accomplished? Ziemlich viel, in letzter Zeit nicht viel, ja. Not much recently. Unless you count riding Bobby Lashley's coattails. Er sieht aus wie ein Taxifahrer. Junge, wenn der da aber kein Trinkgeld gibst, ne? Dann fliegt man schön durch die Frontscheibe. Exactly. I like where your head's at. So, why are you getting involved with all this faction stuff? I enjoyed what I had in Arcade Bro, and it got me thinking about my start in WWE, when I was a part of one of the greatest factions of all time, Evolution. I want to add to my legacy by building an even better version. Damn, okay. Interesting. So where do I fit in? I'll be the veteran leader, the Triple H type, and I see the Lock and the Phenom role that I held. You're not the guy yet, but with my help, you will be. Ah, das klingt ziemlich geil eigentlich. I seem to recall that you and Evolution didn't end on the best terms. You don't need to worry about that. With me in charge, it will be different. And when the time's right, I'll pass the torch to you and you'll become world champion, just like I did. When will that be? I can't make any promises. Ultimately, it's up to you. Ball's in your court now. Let me know what you want to do. Okay, ich bin bereit für Evolution. Ja, ich meine, wir könnten uns jetzt anhören, was MVP zu sagen hat, aber ich habe viel mehr Bock auf die Story von Orton. Darum glaube ich, wir können uns das auch schenken. MVP, schön, dass du da warst, ne? I've heard enough and I like where this is headed. I'm ready to join Evolution. Good. You made the right call. I'm extremely confident in your abilities, but I want to give you a crash course in doing things the Evolution way. Meet me at the Performance Center tomorrow and don't be late. Okay. I'll be there. Cool. Enden die Stories mit Randy Orton nicht immer mit einem RKO ins eigene Gesicht? Vermutlich, ja. Und dann sehen wir auch ganz schnell wieder so aus. Das kann passieren. Aber da er gerade eine eigene Storyline als Taxifahrer lebt, sieht das vielleicht doch ein bisschen anders aus im Detail. Die Hoffnung ist auf jeden Fall da. Cool. Ich finde es auch richtig nice, dass wir für die Quest nicht mal mit beiden reden mussten, sondern einfach konnten. Und MVP stand da jetzt, hat sich schick gemacht, so. Tschüss. Oh, was geht? Lass mich einfach so drauf losmöbeln, Junge. Like this. Yeah. Bam. So ist schön. Ja, aber zählt alles nicht. Darum müssen wir jetzt nochmal warten. Und dann schön... schön im Lauf, ja. Ja, da war die Distanz ein bisschen zu groß für den Kick. Oh, jetzt wir beide gleichzeitig. Guck mal, er hat dieselben Missionsziele hier. Butz. Ist das herrlich. So, Achtung, boom, Junge. Aber es zählt alles nicht. Weil es wieder der Griff sein musste. Ja, das war ein Griff mit dem Fuß. Das gibt es auch. Aber eigentlich soll es der hier werden. Perfekt. Guck mal. Da sitzt er. Wunderschön. Jetzt die schwere Kombo. Ja, das war eine schwere Arschkombo. Die wollten wir eigentlich noch nicht sehen. Zack. Sondern die hier. So weit, so gut. Druck aufrechterhalten. Ja, mein Freund. Steh erstmal auf da in aller Ruhe. Während ich ein bisschen die Luft boxe. Ja. Und dann bestraf mich mit der Ringecke. Hm, das war nicht so gut. Oh, da kommen wir jetzt erstmal eine Weile wieder nicht raus. Aber noch sind wir ja fit. Guck mal, unser ganzer Körper ist grau. Wir gehen in die Soforterholung. Und wir landen diesmal ein paar andere Treffer direkt. Bevor wir hier, ja, schön ein bisschen was kaputt machen. Oh, hör mal. Na. Die Range-Unterschiede. Meine Arme sind zu kurz. Ich bin Bernd das Brot, aber als Wrestler. So, schön nochmal die Bearbeitung. Ja, guck mal, das hat auch wunderbar hingehauen. Jetzt muss ich mir aber gucken, dass ich schön meine Energie auch zumindest versuche aufzuheben und währenddessen trotzdem nicht qualvoll zu verenden. Damit wir gleich im Idealfall in einem Lauf den Signature-Move auch hinbekommen. Oh, Junge, ja, ich hatte da eh Nackenschmerzen, Herr Doktor. Wenn ich hier drücke, dann tut es da weh, wissen Sie? Aber voll nett, wie er mich aufheben wollte. Das weiß ich sehr zu schätzen. Oh mein Gott, oh, Junge. Ich hoffe, Randy Orton zahlt eine gute Zahnversicherung. Da ist einiges flöten gegangen gerade. Okay, aufpassen. Da gehen wir raus. Da gehen wir rein. So, guck mal. Schöne Sache. Schön, Sie zu sehen, Harry. Schön, Sie zu sehen. Na, einen müssen wir noch. Na, kommst du hoch? Tatsächlich? Du kommst hoch? Und du nennst mich Spitzkopf? Ich glaube, nein. So, kommt er direkt wieder, Junge. Hat er ultra Bock einfach nur. Unglaublich, aber unsere Energie leuchtet. Das heißt, eigentlich sollte der Signature Move jetzt drin sein, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja. Oh, guck mal. Nice. Manchmal kann es so schön sein, oder? Und gleich in den Finisher, was auch immer das jetzt war. Here we go. Ja, so hätte es gerade auch laufen können, aber es sollte nicht. Butz. Der war schön. Aber eigentlich... Randy, das geht noch nicht, oder? Der hat noch Bock. Ja, der hat noch Bock leider. Aber ist okay. Ich meine, so eine Bockwurst, oder? Die muss halt manchmal sein. Darum komme ich damit durchaus klar, mein Lieber. Zack. Oh ja, jetzt... Ah, jetzt hat er alles rot da. Scheiße. Also nicht alles, aber... Das alles ist Deutschland oder so. Zack. Schön hier. Liebe Grüße von den Prinzen. Die haben gesagt, ich soll mir deine Schuhe mal genauer ansehen. Oh, da ist die Schleife aber nicht richtig gebunden, ne? Da hat Mutti schön den Klettverschluss rangesetzt. Naja, wir beide, wir probieren das nochmal. Aber er kann jetzt, würde ich sagen, easy ans Seil. Scheiße. Ach Mensch, da stellt sich einer an, Freunde. Merkt ihr das? Darum gibt's hier nochmal eine Kopfnuss mit dem Knie. Und so ein bisschen die Beinbearbeitung, du. Die müssen doch langsam auch mal die Schnauze voll haben, deine Gehstelzen da unten. Nee, stattdessen kämpft er sich langsam wieder hoch, um hier direkt jetzt schön in die Fresse zu bekommen. Ja, eine links- und eine rechts-Kollege. Dann kann er da draußen mal über sein Tun und Handeln nachdenken. Aber will er nicht. Nee, ist auch scheiße. So selbstreflektieren, ne? Bei Selbstreflexion lernt man nur Menschen kennen, die man nicht besonders mag. Kann ich verstehen, wenn man da keine Lust drauf hat. Aber lass mich hier erstmal ein bisschen rüberrollen. So. Und wehe, du springst mir jetzt in die Fresse. Wehe, du springst mir jetzt in die Fresse. Wusste ich, du Keck. Oh nein, oh, hat ihm nicht gefallen. Sorry, ich meinte, war ein cooler Move, okay? Ich mein's wirklich ernst, war ein echt cooler Move. Ich wünschte, ich hätte so einen gebracht. Aber ich hab's nicht, weißt du? Ich konnte nicht. So, jetzt hier nochmal richtig schön die Ganzkörperbearbeitung. Ausgezeichnet. Und eigentlich können wir schon wieder einen geladenen Finisher rocken. Und jetzt ist auch deutlich mehr im roten Bereich bei ihm. Da kontert er rein. No way. Oh Gott, er ist aggressiver als vorher. Oh, und er will meinen Arm abreißen. No way. Dann lieber direkter Widerstand. Dann komm. Wenn schon mein Finisher versaut wird hier, dann können wir auch den direkten Widerstand nehmen. Dann müssen wir jetzt aber erfolgreich grabben. So, schön nochmal zu Fall bringen. Und ich würde wirklich gern auf deine Beine gehen, hör mal, aber dann lässt er nicht so richtig zu, ne? Er will wirklich, dass ich seinen Schädel spalte mit meinem Knie. Dabei möchte ich das gar nicht. Aber gut, wer nicht will, der hat schon, oder wie war das? Zack. So, schön ein bisschen nachtreten hier. Und dann hätte ich gern noch eine frische Pommes mit bisschen Mayonnaise, Onkel. Hast du eine dabei? Eine frische Pommes? Wie sieht's aus? Guck mal, so bereite ich die immer zu Hause für die Family. Oh, jetzt hat er orangene Beine, Leute. Da ging noch ein Kick rein. Jetzt müssen wir eigentlich in die Benommenheit und dann nochmal gucken, dass wir einen Finisher hinbekommen. Und wenn der sitzt, dann haben wir es auf jeden Fall. Wenn wir jetzt sagen, Butz, Junge, und benommen, das muss es sein. Wenn er jetzt nochmal rummogt, dann holen wir die Kettensäge. Ausgezeichnet. Junge. Da hat er keinen Bock gehabt auf die Kettensäge, ne? Wer weiß, was noch unterm Ring so liegt. Olaf mit dem 4. und Kaffeekurs mit dem ganzen Jahr dabei. Dankeschön, Dankeschön. Was bedeutet das auf den Boden klopfen von dir? Ich glaube, das ist nur so ein bisschen für die Show, von wegen, komm, steh auf, ich habe was mitgebracht, weißt du. Joining Evolution feels like a turning point in my career. I mean, everything before this felt big. But now it really seems like I'm on my way to the top. But do you think Randy Orton will be willing to share the spotlight with you? Can you trust him? Randy wird das richtig machen. Ja, ich meine, der RKO, ne? Also, der kommt dann schon aus dem Nichts mit Sicherheit. Das wird er schon bringen, aber bis dahin vertrauen wir ihm schon. I was skeptical of all this at first, but I'm trying my best to trust the process. Which is tough, since I know Randy's not always been the most straight-up guy, but I think he really wants to do this the right way. And that means stepping aside when the time's right and giving me the spotlight. Any clue who else will be joining this new evolution? Randy hasn't told me anything. Oh. I guess we'll all find out together. Damn, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Stimmt, wir werden nicht der Einzige sein, huh? Oh, bitte keiner von den anderen Assis. Ich bin schon asozial genug, Mann. Das müssen noch ein paar nette Leute sein. Kemal, hallöchen. Landen wir jetzt direkt bei Randy? Haben wir jetzt eine coole neue Umkleide oder gleich eine ganze Privat-Hotel-Suite oder so? Oh. I'm not sure. As far as I know, all the VIPs are already here. Interesting. What's this all about? We've seen these two team before, but I thought it was just a one-time thing. Cursed. We heard the rumors surrounding Randy Orton. This must be the debut of his newly reformed Evolution. Hey, the bro is the boy. Led by Orton, Evolution is here on Raw, and they look ready to dominate. I'm having flashbacks to 20 years ago. Bro. Das natürlich irre. Evolution, Revolution Erfolg. Perfekt. Trete Evolution bei. Aber wenn Randy Orton vor dir so läuft, ja, dann kommst du auch überall rein. Da wird sie jetzt keiner in den Weg stellen, denke ich. Oder doch? Dann haben wir aber ganz gute Teammitglieder jetzt am Start, würde ich sagen. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Gib mir, wen du willst. Wir hauen ihn um. Da stehen sie beide, Junge. Stabil. Aber wir können erstmal noch ein paar Pünktchen vergeben oder Social Media checken. Da ist gar nichts passiert. Ja, müssen die erstmal alle verdauen, ne, was wir hier wieder abziehen. Das ist verständlich. Gehen wir noch ein bisschen in Schlagen rein. Wir sehen auch gerade aus wie der letzte Schläger, oder? Wie so ein Tennisschläger. Pink Panther Jogurette. Wäre auch ein guter Name gewesen. Die Jogurette des Todes. We put the locker room on notice, but now I want to show the entire WWE universe that we run things here on Raw. When I was in the original Evolution, we did that by holding multiple championships. So we are going to do the same thing. I thought you said I needed to wait my turn to go after the WWE Championship. You do. I've used my pull to get us a match for the Street Profits Raw Tag Team Championships. Oh. We can beat the Street Profits, no problem. I like your confidence, but it's not just the Street Profits. It's a triple threat match, with them and the team of Carmelo Hayes and Omos from MVP's relaunched Hurt Business. Mm. Apparently everyone's doing reboots these days. Yeah, but ours is better. I've decided you two will represent Evolution. I want those tag titles. Don't let me down. Don't worry. After this match, I'll be holding 2 championships. We got this. Okay. Dieses seelenlose Publikum im Hintergrund, herrlich, oder? Während ich da total von Seele erfüllt stehe zwischen diesen schwarzen Ledersesseln. Naja, besser als wenn hier ein schwarzes Ledersofa stehen würde, ha? Viel mehr Optionen haben wir aber auch gar nicht. Da hinten hängt irgendwie die Hose von Tracer. Lässig, wir teilen uns die Umkleide mit den Jungs und Mädels von Overwatch. Aber davon abgesehen, nö. Würde ich sagen, wir können rein. Und das klang nicht besonders angenehm. Triple, also 3 Zweierteams? Na gut, ich meine, wenn wir mit der Limo einfach in den Ring fahren, oder? Dann haben wir vermutlich zügig gewonnen. Aber vielleicht auch ein paar Klagen am Hals, naja. Ob es das wert ist? Erstmal geht's rund. It's 2/3 of Evolution ready for tag team action. Junge. The following is a triple threat tag team match and is for the Raw Tag Team Championship. Introducing the challenger at a combined weight of 554 pounds, Dr. and Gabriel Slick, Evolution. The Intercontinental Champion and Gabriel are an exciting blend of potential and experience that could reshape this entire tag team division. Sure, if The Rock's actually ready for a partner. Aber Randy Orton wusste, dass ich so reinlaufe? Tja. Musste unbedingt die Katzenmaske aufsetzen, ja. Und mein Marienkäferhemd. Oh, damn. Combined weight of 610 pounds, Omos and Carmelo Hayes, the Hurt Business. Major opportunity for these teams. Either the champions solidify their legacy in a thrilling title defense, or the challengers level up and become the new Raw Tag Team Champions. This will have major ramifications in the Raw Tag Team division. Okay, die sehen aus, als könnten sie mich kaputt reißen, Mann. Der eine nimmt die Hände, der andere die Füße und dann geht das los. Halbkugeln mal anders. Aber es war's noch nicht. Das wird voll im Ring heute. Sven, hi. Ich sollte weniger Zeug nehmen, wenn ich das so sehe. Wieso? Ganz normale Leute hier. Yo, wilde Dancers. Er rechts sieht aus, als würde er mir gleich Salz über mein Steak streuen. And at a combined weight of 492 pounds, they are the Raw Tag Team Champions, Montez Ford and Angelo Dawkins, the Street Profits. talented, they're tough, and they know how to have a good time that doesn't involve a bicycle museum. I even feel like dancing. Montez Ford is one of the best-dressed guys in all of sports entertainment, and coming from me, that means something. Ja, sie fühlen sich auf jeden Fall. Sogar mit Goldkettchen, ha? Und schön diese roten Plastikbecher, Mann. Da rieche ich doch die Mische bis hierhin. Oder den Hustensaft. You know, guys, I have an idea. We all join the Street Profits. Choreograph our own little dance inside the club, man. It'll be lit. That's a great idea, Saxon. Afterward, we can all go play in traffic. Okay, aber fancy Bärte haben sie alle, ne? Nicht so fancy wie wir, aber... Oh Junge, es ist voll. Es ist voll im Ring. Holy shit. Und da gehen wir gleich mal rein. Jawohl. Schöne Runde tanzen. This triple threat tornado tag match is as stacked as it gets, and I, for one, can't wait to see if Randy Orton's new evolution lives up to the hype. Avoiding contact. Oh. Ich habe erstmal Gabriel vermöbelt. Alter, was passiert hier? Alle sind heftig am Fliegen. Oh mein Gott, yo, was sind die Moves? Dann haben wir die gelernt. Aber wir haben auch ein Ziel oben wieder, ne? Ihr müsst ein bisschen aufpassen, dass ich mich hier nicht mit den Falschen anfreunde gerade. Wow, what is happening? Wow, was machen sie denn? Komplett am Rumfliegen, Junge. Draußen wird sich auch ein bisschen gekloppt, genau. Die Treppe brauchen wir eh nicht mehr, Leute. Der Treppenhass. Treppenhass hinten Treppenkrass. Oh, shit. Ne, sofort Erholung lassen wir mal schön. Dann sollen sie lieber so auf mich einprügeln. Genau, Gabriel ist da. Wir protecten uns hier, Bruder. Wir haben das im Griff. Bam. Schön ein bisschen ins Gesicht. Jawohl. Was machen die jetzt draußen? Kommt mal wieder rein, ihr Eumel. Kommt doch wieder rein. Hier, Mensch. Ja, oder? Gabriel, holst du ihn rein oder hauen wir ihn raus jetzt? Ich weiß nicht. Ja. Das ist auch gar nicht unbedingt Teil unserer Mission, aber... Naja, Tracer ist in meinem Team, genau. Die Kavallerie ist da. Ja, ich guck mir das mal an hier, ne? Wie so ein Rentner am Fenster hier im Unterhemd. Schön so ein bisschen rausgelehnt. So, dich legen wir auch erstmal wieder hin. Dass du uns hier gerade nicht weiter auf den Sack gehst. Und dann soll ich aber maybe trotzdem mit raus hier langsam. Wo will er jetzt hin? Hier kloppen sich ja einfach alle und jeder miteinander. Und darum machen wir jetzt... Oh, wir machen nichts. Wir machen gar nichts. Oder doch? Woo! Einmal die Rolle. Und einmal... Oh ja! Der Uppercut aus der Hölle. Oh, geladenen Finisher hätten wir auch schon. Aber wir machen erstmal hier dann eine Ziel. Schön mit Kopfkissen auf der Fensterbank, genau. Der Lifestyle. Setze den Finisher ein. Gegen Carmelo. Okay. Oh. Oh, läuft nicht so gut. Oh, läuft nicht so gut. Nee. Läuft nicht. Oh, es läuft gar nicht, Leute. Scheiße. Bots. Ja. Oh, nein. Oh, oh, Bruder. Ihr müsst euch mal beruhigen jetzt. Der andere ist auch schon ready. Oh, ich bin in einer wirklich schrecklichen Lage. Oh, nein. Oh, ja. Da wird der Boden neu dekoriert hier. Scheiß die Wand an. Aber... Overall haben wir vielleicht... Nee, ich bin so angeschlagen gerade. Das wird nicht einfach, hier sauber rauszukommen. Aber das kann nicht sein. Mann, lass mich jetzt grabben. Dankeschön. Nein, oh Gott. Junge, das gibt's doch nicht. Die haben mir alle viel zu viel Bock. Kann ich erstmal wieder in den Ring flüchten? Kann ich erstmal mich maybe... So ein bisschen verpieseln hier. Und wir beide jetzt erstmal eine Runde tanzen. Auf ganz entspannt, wie wär's? Like this. Yo. So. Zack. Dann bleibst du erstmal liegen. Dann... Ah, bin ich nicht schnell genug gewechselt. Scheiße. Aber maybe jetzt trotzdem. War das mein Grab? Sehr gut. Ja. Schönes Ding. Schönes Ding. So, jetzt haben wir drei schon mal mit am Start hier. Jetzt haben wir, drei schon mal mit am Start. Aber wir brauchen, glaube ich, den Gabriel draußen gerade beim Wickel hat, ne? Den müssen wir einen Finisher verpassen. Ich glaube, das war Carmelo. Aber ob ich bis dahin lebend hier rauskomme und ob wir den da überhaupt rauskriegen aus diesem Massenschlägerei, Veranstaltungsfest da draußen, das weiß ich ja noch nicht. Aber jetzt liegt er da gerade, ne? Live, wenn ich jetzt ein bisschen sprinte und wir... Nein! Oh no! Oh! Lass mich den doch einfach finishen. Lässt er nicht. Lassen die nicht zu. Au. Aha, warum sind die alle rausgegangen? Das ist ja wie eine verdammte Kneipenschlägerei. Na, ich muss hier durch. Oh Gott. Ich komme doch niemals an den Rand, den ich brauche für die Mission. Wer hat das denn schon wieder gescriptet? Oh no. Aha. Aha. Au. Ich brauche Hilfe, Gabriel. Ich brauche Hilfe, am besten gestern. So, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wen ich brauche. Ich glaube, den Bruder da in der Mitte. Der gerade ein bisschen aussieht wie Maxwell von 187. Ja, tolle Situation. Dankeschön. Vielen Dank. Ich muss aufstehen. Schon wieder aufstehen. Ja, ganz langsam. Schön auf entspannt. Sehr, sehr gut. Ja. Jetzt will er da finishen. Aber die stehen immer noch so dicht. Ihr kriegt das doch niemals hin. Den, oh, doch, vielleicht. Nein, die unterbrechen mich beim Finisher. Wie zum Fick soll ich das machen, Bro? Ohne Scheiß. Für meinen Finisher müssen sie doch liegen. Dann hau ich auf den Boden. Dann müssen sie aufstehen. Oh, jetzt vielleicht. Wait. Das sieht gut aus. Das könnte der Moment sein, auf den ich gewartet habe. Perfekt. Ich habe gerade überlegt, wie ich die aus dem Ring haue und ihn vielleicht drin behalte. Aber not even needed. Boom. Lässig. Ja, aber da kommt schon der nächste. Das war jetzt pures Glück. Sonst hätte ich versucht, alle anderen irgendwie rauszuhebeln. Aber so einfach hätte das bestimmt gar nicht hingehauen. Darum war das jetzt sehr, sehr gut. Dann legen wir den Onkel nochmal schlafen hier gerade. So. Und gucken, dass wir bei dem Bruder auch nochmal weitermachen jetzt. Like this. Ja, schön. Ähnliche Combo. Gabriel schnappt sich den Bruder. Das heißt, wir können hier nochmal reinfinishen. Dachte ich, nein, Gabriel, du hast reingeschissen. Oh, warum, Bruder? Das war so wichtig, jetzt nicht reinzuscheißen. Und er zieht komplett durch und denkt sich, this is my shit. Perfekt. Du bist nicht Gwen Stefani, okay? Dein Milchshake ist auch uninteressant. Und Gabriel holt den Stuhl. Oh, no. Oh, das ist ja schon wieder ganz fürchterliche Situation. Warum lande ich immer zwischen allen? Das ist ja fürchterlich. Stop it, Onkel. Du musst damit aufhören, wirklich jetzt. Ich meine es komplett ernte. Ja, danke schön. Oh Gott, der hat den nur vermöbelt, damit er an mich rankommt. Ich laufe jetzt. Verpiss mich. Tschüss. Ich gehe nach Hause. Junge, der verfolgt mich. Polizei, Hilfe, ich werde verfolgt. Oh nein. Junge, was ist denn mit den Leuten? Das gibt's doch nicht. So, wir beide jetzt. Ja, das ist richtig und wichtig. Das... Ach, komm schon. Nein, hör auf. Ja, schnapp ihn dir. Mein kaputt. Das ist okay für mich. Was soll das jetzt? Oh Gott, das ist so intens. Überall sind Leute. Überall ist was zum Teufel. Junge. Stabiles erstes Date, mein Freund. Aber reicht jetzt auch. So. Und... Weg mit dir, ich bin nicht so eine. Ausgezeichnet. Aber der steht direkt wieder auf. Das gibt es nicht. Oh nein. Oh nein. Oh mein Gott, Bro. Dankeschön. Ja, und wieder 100 Leute im Ring. Perfekt. Oh nein. Okay, aber er befreit sich da. Ich komme langsam wieder hoch, kann mich auch da befreien. Wir müssen ihn jetzt schnell zu Fall bringen. Aber ich fürchte, der andere Onkel geht jetzt da einen Pin versuchen. Nein, versucht er nicht. Er versucht einen Big Jumpy. Und wir können... No. Oh no. Oh. Wow. Business looks to walk out as champions. No. Yo. Everyone is laying it on the line. What is happening? And after all that chaos, the Street Profits retain their Raw Tag Team Championships. The two newest factions in WWE, Evolution and the Hurt Business, look to make their mark by capturing gold, but ultimately, the champions' experience teaming together prevailed. Not the outcome the Hurt Business and Evolution were looking for, but I'm sure this is not the last we've seen from them by a long shot. Na gut. Ey, das war zwischenzeitlich so chaotisch, ne? Das war so geil. So ein Chaos. Na, Katzi? Oh, Katzi hat sich gerade selber wieder wachgeschnarcht und muss jetzt erstmal gucken, hat bestimmt schlecht geträumt, ob sein Albtraum wahr wird, aber nein, der Futternapf ist voll. Ein Glück. Junge, sonst ist mein dickes Katerchen ja noch fauler und gemütlicher als ich. Aber wenn er aufwacht und ich bilde mir ein, er einen schlechten Traum hatte von seinem leeren Futternapf, dann blinzelst du einmal und er spawnt neben diesem Futternapf. Das ist so insane. Das ist gelebtes Tempo, Freunde. Und zwar dann, wenn es nötig ist. Ja, super chaotischer Fight. Hat mega Spaß gemacht. Außer, wenn ich irgendwie hin und her geworfen wurde wie so ein Stück Papier. Und dann wirklich am Ende, im Grunde in dieser Sequenz, genau das auch reingepackt, was ich die ganze Zeit gefühlt habe. Ne? Immer wenn du in einer guten Position warst, immer wenn es sich angeboten hat, dann kam halt der andere um die Ecke. Junge, das haben sie sehr schön verpackt. Die miesen Hunde. Longer mit dem ganzen Jahr am Start. Dankeschön, Dankeschön. Alle Aufgaben erledigt, um dann ein paar ins Gesicht zu bekommen. Ne, ich weiß schon, warum ich das nicht mag. Echt, ey. Nach dem, was ich heute im Ring gesehen habe, bin ich froh, dass ich Dr. Fleef nicht für das Hurt Business rekrutiert habe. Oh Mann, ja, er ist jetzt natürlich auch anders happy und kann mir jetzt richtig einen reinwürgen, weil ich nicht mal mit ihm gesprochen habe, ne? Oh, gleich kommt Randy Orton aus dem Nix, Leute. Oh, oh, das ist nicht gut. Evolution Hurt Business, wegen uns könnt ihr die NWO auch wieder zurückbringen. Es ist genug Smoke für alle da. Angelo Dawkins. Mhm. Eure Gruppe ist brandneu und jetzt fordert ihr meine Crew heraus. Dawkins und ich werden euch fertig machen. Barsan. Street Profits. Ja, krass. Ey, die hatten aber auch gerade echt eine coole Combo, ne? Mit dem Spear noch aus der Ecke. Das war schon nicht schlecht. Die haben schon zu Recht gewonnen auch, würde ich sagen. Aber... Oh, oh. Aber ich hätte es uns auch gegönnt, ne? Ganz klar. Und Sami nicht mehr zu sehen, ja. Sami mit seiner Halskrause. Vielleicht liegt er unter der Limousine. Könnte auch sein. Obviously things didn't go as planned out there. But what's next? How are we going to regroup? You're not going to regroup. We are. What do you mean? You had your shot and you lost. Now we're going after the tag titles. Hä? Ich hatte Pech, du reagierst über... Ja, ich glaube, einem Randy Orton zu sagen, dass er überreagiert, ist eine ziemlich gute Idee. You're overreacting. It was one match. I mean, what does it say about your eye for talent if you're already having doubts about me? And besides, Gabe lost too. Gabe didn't get pinned. You did. Wow. Look, give me another chance. I'll prove myself by doing something really impressive. Like what? I'll beat the Street Profits next week all by myself. Who knows? Could even earn us a title rematch. Sure. Okay. Okay, ja, nichts leichter als das. Und voll nice, dass wir auch Gabriel, unseren ersten und sicherlich bald wieder einzigen Freund, direkt mit reinziehen, ne? Gabriel hat übrigens auch verloren. Und er steht da, ist einfach der übelste Nice Guy. Perfekt. Selbst wenn ich mal nicht total arschig sein will, ist mein Charakter total arschig. Und ich glaube, das wird nicht schön, was jetzt kommt. Vielleicht nehmen wir uns nochmal ein paar Punkte und gehen noch ein bisschen in Widerstand und Verteidigung. Like this. So. Okay. Jo. Dann würde ich sagen, wir sind ready. Und gucken mal rüber zum Match. Eigentlich müsste ich meinen Signature-Move auch mal wieder ändern. Das mit dem Laufen, das hat er vorhin im Training schon gerade so nur hingehauen. Ich glaube, das wird in den wenigsten richtigen Fights dann nötige Formen annehmen. Aber it's the superstar who's a lock to be on top of WWE for years to come. Die liegen jetzt trotzdem. Catman. Geil. Is a handicap match. Handicap. Na, der Marienkäfer des Todes ist bereit. Kommt ran, ihr Eumel. Oh, Saxton. Profits are up. Get your solo cups out. Here comes the smoke. You are legitimately dancing right now. Good. Da wird wieder gedanced, aber ohne uns. Wir kennen die Moves. Okay, es sind zumindest nicht beide gleichzeitig. Aber The Rock seems to have lost more than that. His mind maybe a terrible bet. Man, do I hate your beard. Das wird trotzdem Pain, glaube ich. Just don't see how a handicap match against the Raw Tag Team Champions could end well for the ambitious rookie. Wie scheiße das auch sein muss, Junge, von draußen zuzugucken, wie der Kumpel erstmal massiv zusammengefaltet wird, Junge. Batz. Haben wir den Kopf schon gelb, sehr gut. Bisschen die Beine hier. Jo. Und über Pinnen müssen wir in mehrerlei Hinsicht noch nicht nachdenken. Zum einen ist er natürlich noch nicht genug bearbeitet worden. Zum anderen würde uns der andere Bruder natürlich davon abhalten zu können. Darum in jederlei Hinsicht ist gerade das kontinuierliche Bearbeiten hier. Schön mit der Combo rein, jawohl. Erstmal das Wichtigste. Und solange wir den Onkel hier in der Ecke schön unter Kontrolle haben. Oh, so viel dazu, okay. Wollte ich sagen, das wird nämlich erfahrungsgemäß nicht lange halten. Aber solange wir es hält, müssen wir es nutzen. So, zack. Schön mit dem Knie rein, Junge. Dass er auch die ganze Nacht noch wachgelegen wird mit den Schmerzen. Muss ja lohnen, oder? Wenn schon Krankenschein wegen WWE, dann aber bitte richtig. Zack. Oh, 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 oh. Big Counter Time. Aber ich habe hier die Moves, mein Lieber. Sehr schön. Bei der Benommenheit. Jetzt mal ein bisschen rein da. Sehr gut. Und den nächsten Raps. Oh, er hat Bock. Scheiße, da ist er aufgewacht. Oh, oh. Zack. No. Oh, jetzt hat er richtig Böcke hier. Belastend. Zack, für ihn. Ruf einen Krankenwagen, aber nicht für mich. Warm, Junge. Oh, schön die Brust bearbeiten. Ja, Mann. Ich hätte gerne gut durchmassierte Hähnchenbrust, aber gefällt ihm nicht, was ich vorhabe. Gefällt ihm gar nicht, was ich will. Alter, das war mal eine Schiffsschraube, Junge. Oh, oh, oh. Ja, wahrscheinlich wird das schon ein Pin. Jetzt war aber ein bisschen sehr greedy geworden hier. Hilf mir mal hoch, ich bin schon ein bisschen älter, mein Sohn. Ja, geht man so mit den alten Opis um auf der Straße? Ich denke, nein. Das ist eine unschöne Ecke. Oh, ist das eine unschöne Ecke gerade? Oh Gott. Oh, Junge. Das hätte nicht passieren dürfen. Oh Gott, es geht noch weiter. Und jetzt alle beide. Aber vielleicht darf ich irgendwann wieder aufstehen. Also mit ganz viel Glück könnte es passieren, dass wir tatsächlich nochmal den Ring betreten. Aber da werden wir jetzt sehr, sehr viel Glück brauchen, dass das nochmal eintritt. Oh mein Gott, ja. Oh Gott, Totstellenangriff. Warum kommt das immer nur so kurz? Das ist einfach ein weiterer Bait, damit ich sofort Heilung mache, oder? Nein, ich will den Totstellenangriff. Der war so gut letztes Mal. Aber den geben sie mir nicht immer. Da ist er. Da ist er. Sehr schön. So, was machen wir jetzt, mein Lieber? Ich würde sagen, wir gehen erstmal wieder in den Ring rein. So. Ausgezeichnet. Und dann habt ihr mir echt übel mitgespielt, ne? Das muss ich mal so zu bedenken geben. Oh, shit. Oh, der hat dolle Bock. Den müssen wir jetzt auch erstmal wieder bearbeiten. Der ist ja richtig frisch eigentlich noch, ne? Zack. Schön rein da. Jawohl. Und einmal übers Knie gelegt. So macht man das mit den jungen Burschen. Dann gleich into RKO. Let's go. Wehe, du konterst. Aber Junge, der hat gesessen, ey. Sehr, sehr geil. Okay, schön bearbeiten. Und gleich noch ein paar Grabs mit hinterher. Zack. Sehr, sehr schön. Aber als ich in der Ecke gelandet bin, ne, von allen beiden, da wusste man direkt, jetzt wird's übel, Junge. Und wieder gehen wir vor allem auf die Köpfe. Was okay ist, ne? Man muss ja in so einem Kampf auch durchaus Köpfchen beweisen. Aber ich hätte mir gewünscht, dass hier die Tritte und die Schläge auch Richtung Bauch und Beine immer noch ein bisschen mehr bringen. Tun sie aber gar nicht. Zack. Da sind wirklich die meisten Geschichten hier eher Richtung Oberkörper angesiedelt, aber wir können ja nochmal einbringen hier. Come on. Zack. Yo, boy. Unfairer Pin. R2 und runter. Let me see. Wenn wir jetzt schnell genug sind. Nee, da kommt er gleich ran. Schade. Ich dachte, mit dem Unfairen sind wir auch ein bisschen schneller. Sodass der Bruder dann keine Chance hat, mit ranzukommen. Aber der war ja eh noch nicht geschwächt genug. Jetzt mal hier ein bisschen. Ja. Sehr, sehr gut. Dann machen wir einfach eiskalt weiter. Schön hier an der Bande, Junge. So, die Seile. Jawohl, die müssen blutverschmiert sein. Das Publikum will das so. Zack. Und wir sind hier, um den Willen des Publikums auszuführen. Ich würde sagen, du verpisst dich jetzt mal. Damit wir vielleicht gleich doch ein bisschen mehr Glück haben. Und den Onkel hier nach dem Finisher tatsächlich gut verpackt bekommen. Aber der klettert sofort wieder hoch da drüben. Das gibt's ja nicht. Der ist einfach schon wieder am Start, ey. Mach dich runter jetzt. Hier wird nicht gewechselt. Nein. Genommen, sehr gut. Und runter mit dir. Und du bleibst schön im Ring liegen jetzt. Na, da steht er nochmal auf. Oh nein. Oh nein, da will das wirklich wissen. Dann schnell runter. Nein, er kontert auch. Oh, das wäre jetzt der Moment gewesen. Scheiße. Das wäre der Moment gewesen mit dem anderen Bruder benommen da unten. Und er kontert sogar meinen Finisher gerade. Oh no. Oh, wie belastend. Schade, so ein guter Moment. Aber das ist okay. Weil das war ja nur Chance Nummer 1. Sie wechseln jetzt nochmal. Na gut, dann probieren wir das nochmal mit dir, mein Lieber. Du hast ja auch schon ein bisschen gefressen, so ist ja nicht. Also ich denke, ohne Finisher into Benommenheit wird das nix. Oh, nicht wieder die Ecke. Nein, da müssen wir so raus. Oh no, sehr gut, sehr gut. Das ist genau das Rauskommen, das ich meinte. So, wenn du groß rauskommen willst, dann geh doch vor die Tür, mein Freund. Wie wär's? Gleich noch eine RKO hinterher, aber sie wechseln schon wieder. Scheiße. Die wechseln ziemlich oft jetzt. Bedeutet aber auch, dass sie beide gut gefressen haben, ne? Sehr schön. So, das war nice. Und vielleicht jetzt nochmal ein Finisher auf ihn. Das könnte eigentlich ganz nice werden. Aber er will erstmal stänkern. Erstmal will er stänkern. Nix ist, mein Freund. Schön unten bleiben. Und der andere ist benommen noch, wenn ich es richtig sehe. Der andere ist noch benommen. Das heißt, wenn wir jetzt schnell sind... Hey! Definitely earning those accolades with that win. We really saw what these competitors were made of here tonight. Yeah, especially the winner. Nice, Junge. Dr. Fleef, der Herr der Seile. Ist der Finger oben, wird man dich loben. Schön. Ja, ist immer der Trick, ne? Sich dann nicht zu schnell aus der Ruhe bringen zu lassen, was ich sehr gerne tue. Aber in dem Fall sind die halt zum Stänkern da. Darum mit dem Rennen, stimmt, das habt ihr letztes Mal schon geschrieben. Einfach rennen und schlagen und dann fliegt er so runter, dass er auch länger die Schnauze hält. Das war gerade zum Glück dann doch nicht nötig, aber ist vermutlich echt am effektivsten. Nice one. Der Marienkäfer des Todes, auf jeden. Dankeschön für die Tipps. Und mal sehen, was Randy jetzt sagt. Genau, das war eigentlich ein sehr schöner Fight. Ne? Ich hatte kurz Angst, als sie mich beide da draußen hatten. Da dachte ich, wir sehen nie wieder das Sonnenlicht im Ring. Aber doch, doch. Man muss nur fest genug daran glauben, dann wird der Marienkäfer die Flügel wieder ausbreiten. Eilmeldung. Evolution erhalten nächste Woche bei WWE Raw ein Tag Team Championship Rematch gegen Street Profits. Ah, guck. Na, das wollten wir doch. Haben kurz nicht aufgepasst, das passiert nächste Woche nicht noch einmal. Oh, gucke, Angelo. Gott ist gütig. Ja. Gott kann euch aber nicht helfen, wenn ich im Ring stehe. So ein Ding ist das. Gut, das war doch schön. Da sind sie wieder, die zwei lustigen drei. Na dann, glaube ich weiß, was kommt. Not bad, huh? Told you I'd show you I was worthy of a rematch. I was impressed, but I'm sticking with the original plan. Me and Gabe are taking the tag title rematch. Why do you think WWE even gave us the rematch to begin with? It was because they just saw me beat the champions all by myself. Is that what you think? I actually went to management and got us the rematch, and you could have blown it by going out there on your own and losing. Yeah, well, I didn't. Look, you already have the Intercontinental Championship. Focus on that. And after Gabe and I take care of business, we'll all have titles. Everyone wins. Gabe, you've been quiet. Don't you think it should be me and you going after the tag titles? I actually think Randy's right. Yo! It makes more sense for us to take the match. Hey! Exactly. And for Evolution to succeed, we all need to be on the same page. Understood? Gut verstanden. Nö, fühle ich nicht. Was soll das jetzt? Fine. Understood. I'll trust the process. Now you're talking. Okay. Toll, Gabe. Danke für nix, Mann. Was soll das denn? Na gut, vielleicht scheißen die jetzt auch beide rein. Was machen wir dann? Dann werde ich der Anführer. Dann fangen wir wieder an, unseren großen Safe mit in den Ring zu räumen. So, how did it feel to watch from the sidelines as your Evolution teammates captured the Raw Tag Team Championships? Das ist eine solide Gruppe. Ich habe mir die Chance verdient, da draußen zu sein. Nein, wir glauben an die Gruppe. Evolution is a solid group, and we are even more solid now that all of us are champions. Is that what Randy told you to say? What are you getting at? It just seems like you've taken a back seat to Orton. Randy's got a plan, and I'm following it. He's going to pass the torch to me when the time's right. Or at least that's what he's told me. I don't want to pry, but is there dissension in Evolution already? You know what? I think I've said all I want to say. Oh, sie riechen das direkt, ne? Die Reporter, die stürzen sich auf uns, wie der Geier auf die gesammelten Innereien. Scheiße. Hast gerade deinen ersten 18er getankt? Der erste 18er überhaupt? Ey, GZ. Ich habe eine neue Hose. Die Evolution Leggings. Stehe ich da gerade auch mit dem Katzenkopf? Das ist ja super. Wen haben wir denn? Oh Gott. Riddle. Okay, Xavier Woods. Matt Riddle. Chad Gable. Junge. Das ist aber auch eine wilde Bekleidung da. Was soll das sein? Auch irgendwelche Schienbeinschützer? Einfach die Hose mehrmals zerschnitten und auch Schienbeinschützer und Schuhe draus gebastelt, ja? Und Kayla Braxton, Junge, das ist aber auch ein wildes Kleid. Holy shit. Ihr seht alle ziemlich gefährlich aus, Mann. Was ist mit Riddle? Bro, I got a proposition for you. Bro. Wanna trade titles? My 24/7 title that I just won off of R-Truth for your Intercontinental title? Nein, aber ich gebe dir eine Chance auf den Titel. Ja, Riddle vermöbeln ist eigentlich immer eine schöne Sache, hm? A trade's not gonna happen, but I'll give you a chance to earn it in a match, as long as I can get a shot at your 24/7 title first. Aha. Oh, totally. But where are you gonna attack me? Catering, the loading dock, by my scooter rack? Give me a hint here, bro. Bro. I like to do things differently. Let's make it an official title match on Raw. Far out. I like the way you think, new guy. Okay. Na klar. Rutschige 24. Das klingt seltsam. Aber wir haben es ja nach 22 Uhr. Hm? Dann gönnen wir uns doch das. Jaslyn, hi. Das hat seine Mami für ihn gebastelt. Tatsächlich? Auch das ist ja süß. Okay. Ich wusste nicht, dass er Team Süßmaus ist. Aber dann... The following contest is scheduled for one fall and is for the 24/7 Championship. Mutti hat auch mein Outfit rausgelegt. Ja, man könnte den Eindruck bekommen, Mutti mag mich nicht besonders. Mein Sohn, ich habe dir die Klamotten rausgelegt für den ersten Schultag, ja. Danke, Mom. So kommt man auch rein in die 5. Klasse dann. Ja, perfekte Reaktion auch gerade im Publikum. Ja, das war der eine Lehrer, der immer einen Flachmann dabei hat. Wir sind ready. Bro time. Here comes the original Junge. Was zum... Ey, Mann. Was zum Fick? Alles klar. Yeah. Was ist da denn los? In NXT, and he's also held the United States and Raw tag team titles. Yeah, but perhaps his most unexpected accolade was actually becoming friends with the Viper, Randy Orton. Junge, auch die Latschen, ne? Ich meine, ich darf da mit meinem Schatten... Alles klar. Gut, wo wir bei Gegnern wären, die sich sehr fühlen, ne? Here we go again. So schlimm hatte ich seinen Einlauf gar nicht in Erinnerung. Aber gut, dann zeigen wir ihm mal, was ein Einlauf ist, oder? Vielleicht können wir ihm mit den Roller eins überziehen. Dreh Runden auf dem Roller. Introducing the challenger from New Zealand, weighing in at 334 pounds, Doctor. Yo, die Faust des Zorns, Junge. And his opponent from Las Vegas, Nevada, weighing in at 216 pounds. He is the 24/7 champion, the original bro, Matt Riddle. Hat aber eine große Armbanduhr dabei. Hat er schlechte Augen? Mutter, ich kann die Uhr nicht lesen. Kein Problem, wir holen eine größere. Shut up, Saxton. Oh, noch mal gucken hier, gucke, 11:30 ist es, ja. Naja, kurz nach halb, Bruder. Ich bin nicht dein Halbbruder. Jetzt haben wir es uns direkt mit dem Schiri verscherzt. Oh, oh. Herr Ringrichter. Schöner Start. I just hope he knows what he's doing. Spoiler alert, he probably doesn't. Ja. Im Grunde weiß hier niemand, was er tut und auch nicht, was die anderen tun. Darauf basiert eigentlich mein ganzes Wrestling-Programm. So, aber irgendwie funktioniert es doch immer. Wenn auch manchmal nicht im ersten Anlauf. So. Aber gerade haben wir ihn gut im Griff, ne? Er ist auch, glaube ich, unser schlagsigster Gegner bisher. Kann aber bedeuten, dass er deutlich schneller ist, wie der LA Knight vorhin. Mhm. Sieht nicht gut aus für ihn. Oh ja. Oh, das geht auf die Beine. Das mögen wir sehr gerne hier in unseren Kreisen. So. Live wieder runter hier. Perfekt. Ja, er ist einfach barfuß und ich hier schön mit den Anzugsschuhen, Junge. Ja, die leuchten auch im Dunkeln. So muss es sein, wie unsere Zähne. Zack. So, dann haben wir ihn gleich schon in benommen, aber wir wissen, bevor wir das erreichen, stänkern die gerne nochmal rum. Aber nee. Nee, nee. Riddle hat Bock, massiv ins Gesicht zu kriegen und das machen wir auch. Ey, und endlich haben wir auch mal die Beine richtig im Griff hier von Anfang an. Das ist ja toll, das passiert echt selten. Das finde ich gut. Dann können wir gleich... Oh nein. Oh, ich wollte sagen, dann können wir gleich mit dem AKO hinterher. Ja! Und noch ein bisschen Körperschaden machen. Ja, jetzt aber, hör mal. Kein Wunder, dass der Kopf orange ist bei so einer Idee, ha? Der hätte die Anzeige ja gar nicht gebraucht. Das hätte ich ja dann so gesehen. Aha! Oh, jetzt, Junge! Jetzt kommt wirklich die Schnelligkeit, ne? Holla! Bro, machen wir einen ruhigen. Oh, wir müssen schnell wieder rein. Schnell wieder rein. Geht nicht. Shit. Oh, der hat mich voll im Griff, ne? Aber da kommen wir raus, denke ich. Ja, sehr gut. Ja, und außerhalb vom Ring ist mir immer zu gefährlich. Wir versuchen mal einen Griff, damit er hier schön mal ein bisschen bearbeitet wird von uns. Ein schönes Rundum-Wellness-Paket, sehr gut. Dann gehen wir aber wieder rein. Weil wir sollen ihn auch im Ring besiegen, ne? Sonst hätte ich draußen mal einen geladenen Finisher probiert. Und dann ihn da liegen lassen, dass er ausgezählt wird. Aber das zählt dann bestimmt wieder nicht für die Mission, ey. Ich kenne sie doch. Ich weiß doch, wie es wieder ausgesehen hätte. Eigentlich sollst du liegen bleiben, damit ich jetzt hier schön reinfinischen kann, mein Freund. Ja, du bist nämlich schon ordentlich angeschlagen. Oh ja, das war ein schönes Ding. Mal sehen, was er sagt. Ich glaube, bei 2 ist Ende. No! What? Oh, look at him, double fisting titles. They call him the Lock for a reason, folks. Not sure he ever was a lock for the 24/7 title, though. But how many superstars can say they've held 2 titles in WWE at the same time? Impressive. Okay, wow. Das war aber schneller als erwartet. Damn, son. Meint ihr, da kommt noch was? Sah eigentlich aus wie so eine One-Taker-Mission. King of Bros. An die Bro-Army da draußen. Bringt mal einen Rückkampf in die Trends. Rückkampf, Rückkampf. Du hast einen Rückkampf verdient. Mein Baby gibt nur ihrer einzig wahren Liebe zweite Chancen. Was bin ich jetzt erlebend? Ron Killings. Okay. Mein Baby gibt nur ihrer einzig wahren Liebe zweite Chancen. Und wenn ich ein Number-One-Contender-Match organisiere, um zu sehen, wer den nächsten 24/7-Titelkampf bekommt? Wir müssen dich also nicht aus dem Hinterhalt angreifen, während du im Klo in der Umkleide gerade groß machst? Nee, bitte nicht. Setzen wir einfach ein ganz normales Match an. Das haben die ständig mit ihren Hinterrückangriffen. Das sind revolutionäre Gedanken. Mein Baby und ich heißen das gut. Okay, cool. Ja, dann setzen wir die Geschichte wohl fort. Tja. Dann haben wir den Fight gerade sehr easy gewonnen, aber vermutlich, damit ich jetzt eine richtige Bombe fresse, ha? Damit ich richtig schön wegrasiert werde. Der 24/7 Dual Champion is taking a close look at Riddle in R-Truth's #1 contender match. Looks like the champ's seen enough. Wait, here comes Renzi from behind. Was? What? Wir sind drin? No! Ey! Wow! Der random Shiri, der einfach spawnt. Darum hat man immer einen Shiri in seinem Umkleideraum. Und in der Parkplatzhalle. Man muss immer bereit sein. So! Schön draufzimmern. Oh, ich sehe ihn gar nicht. Ich weiß gar nicht, was ich genau mache jetzt hier, aber das sieht gut aus. Ja, das sieht okay aus. Ja, tut halt ein bisschen mehr weh, ne? Hier ist Betonboden, hör mal. Wir können hier nicht weiter. Hier ist Fledermausland. Aber das stört ihn nicht. Das ist hier die große Zensurbox. Ja, damit auch Kinder zugucken können. So ein bisschen wie bei Looney Tunes hier mit dem Roadrunner und dem Kojoten. Oh, shit. Oh, nein. Oh, du bist doch gleich wieder benommen. Gönn doch jetzt. Ah, ja, gönnst du überhaupt nicht, ne? Oh, der ist ein bisschen knackiger gerade als Riddle. Oh, 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 der Fernseher. Junge, oh, der Gumbum-Twister. Holy shit. Bro, ich bin nicht der Arlong-Park. Hör auf jetzt. Junge. Das ist ja fürchterlich. Der hat ja übertrieben Bock mit seinem schicken Anzug. So. Einmal rüber jetzt. Ja, guck mal, der hat aber auch schon gut Schaden bekommen, ne? Wenn Dr. Flea hier richtig zuhaut, ey, da wächst aber Putz, kein Gras mehr. Was zum... Das sieht echt gefährlich aus, was wir da machen. Also die Zensurbox, die ist vielleicht gar keine so gute Idee. So. Ja. Die Kommentatoren haben aber auch einen wilden Job jetzt hier. Beide Matches irgendwie zack zu kommentieren. Mal gucken, was passiert. Vielleicht ist er gar nicht so stark. Ja. Na, okay. War aber auch sehr greedy von mir. War sehr, sehr greedy. Jetzt habe ich ihm so ein bisschen den Vortritt gelassen. Nee, zum Glück nicht. Dann legen wir dich gleich nochmal hin, würde ich sagen. So. Schön ein bisschen reindehnen hier. Das war doch was Feines. Aber... Ja, er stellt sich immer noch ziemlich an. Okay. Ja, ich trete so ein bisschen auf dich ein, ne? Also, ich würde sagen, wir machen da ganz munter weiter, wir beide. Sehr schönes Ding. Kopf ist schon mal rot. Gehen wir noch ein bisschen mehr auf die Beine. Das ist ja so dein übliches Bearbeitungsprogramm. Oh, der Counterboy. He was a Counterboy. We said see you later, boy. Holy shit. Bam. Signature in your face. Und gleich nochmal. Ja. Ehre. What a win by the 24/7 champion to hold on to his second title. The dual champ may not have it for long, though. Here come Riddle and R-Truth hot on his heels. And now Reggie's back on his feet too. Looks like he's not giving up his 24/7 dreams yet either. Was geht denn ab, Mann? Das ist ja kompletter Fiebertraum. Wie lange machen wir noch? Ich denke, diese Storyline noch. Say, na Lüchen. Hatte gerade einen richtigen Braindead-Moment beim Abendessen machen. Ich wollte mir Ramen machen, hab die Herdplatte angemacht und mich dann gewundert, warum es so mieft. Bis ich dann gemerkt habe, dass die andere Platte heiß ist. Oh, meine Milchreispackung ist geschmolzen und der ganze Reis hat sich da verteilt. Aber nichts weiter passiert. Ja, aber schlimm genug, oder? Oh Gott, da habe ich auch immer Angst, ey. Dass mir das mal passiert. Darum räume ich auch immer erst alle Platten frei, weil ich genau weiß, dass ich so ein Kandidat bin. Aber ich wette, irgendwann vergesse ich es auch einmal und dann geht es mir ganz genauso. Hat mir aber klar gemacht, dass ich abends, wenn vor Müdigkeit die Sicht leicht trübe wird, ich definitiv dann nicht mehr kochen werde. Das ist ein guter Kompromiss, würde ich sagen. Yes. Das ist die Idee vom 24/7-Titel gewesen, dass man überall zu jeder Zeit darum kämpfen kann. Ah, weil du wirklich 24/7 angreifbar bist. Okay. Lull, das hatte ich for real nicht gecheckt. Aber man hätte es eigentlich merken können, ne? Ich dachte halt, die sind einfach ein bisschen fertig. Und stehen total drauf, sich beim Kacken zu prügeln. Hätte mich auch nicht gewundert, aber Dankeschön für die Info. Weißt du auch wirklich, was du da machst? Durch diese 24/7-Titel-Sache wird das Ganze langsam ein bisschen chaotisch. So hatten wir uns das nicht vorgestellt, als wir dich an Bord geholt hatten. Ich konnte problemlos mit beiden Titeln klarkommen. Na, wir werden es sehen. Oh oh. Jetzt kommt Shawn Michaels selber und vermöbelt mich beim Kacken. Das ist aber nicht gut. Der 24/7-Partybus wird immer voller, oder? Oh, alle angetweetet hier. Lasst uns in einem Fatal 4-Way-Match bei WWE Hell in a Cell um den 24/7-Titel kämpfen. Ich liebe es, wie ich bei so langen Sätzen dann auch die Hälfte Deutsch und die andere Englisch nehme. Ich wäre auch ein guter Moderator hier von den Shows. Absolut, endlich bekommt 24/7 den verdienten Respekt. Alle dabei. Der Hengst ist auch dabei. Geil. Na gut, dann Freunde, krempelt die Ärmel hoch, wascht nochmal eure Fötchen, denn jetzt gibt's schön Männerklo und Männersauna-Klopperei. Da haben wir ja zum Glück auch... Oh, Experten in der Community. Holy shit. Als erster ein Pinfall ausführen. Okay, na mal sehen. Oh, jetzt aber sauer. Oh Gott. Holla. Holla, holla. Na gut. Dann machen wir das Ding wohl erstmal sicher hier, ne? Schön auf entspannte Reno. Ist natürlich die Frage, wollen wir uns wirklich einem widmen? Ich meine, solange wir das können, ne, kann natürlich gleich sein, dass einer von den Äumeln da drüben so ein bisschen heftiger auf den Sack gehen will. Das kann natürlich auch immer sein, aber solange die sich da kloppen und wir den Onkel hier schön bearbeiten, muss man nur aufpassen, dass uns dann keiner den Pin quasi klaut, ne? Das könnte dann natürlich sehr unangenehm werden für alle Beteiligten, aber andererseits... Ah, no, ich hab's nicht gesehen. Scheiße, ja, genau davor hatte ich Angst. Oh, no, Riddle, du miese Ratte. Du wirst auch gleich brennen wie eine Milchreispackung, ich sag's dir schon. So, zack. Junge, das hat sich aber auch nicht gesund angehört da drüben, oder? Der Marienkäfer, er bringt den Tod, jawohl. Oh shit, was hat er da gerade vorgeholt? Ein Besenstiel? Junge, er killt ihn einfach da draußen. Er ist einfach der komplette Axtmörder mit seinem Billardkö. Oh scheiße. Shiri, willst du mal da rüber gucken? Oder? Das ist auch wieder voll wie bei One Piece hier, Davey Backfight, Junge. Keine Waffen erlaubt beim Fußballspiel. Und dann holt er eine komplette Echse raus und der Schiri schlägt aber leider gerade eine Brücke und macht so ein bisschen Yoga-Programm und sieht's nicht. Schade, ey. Das ist ja doof. Na, das ist doch Rope, oder? Nein? Na, das wär's ja gewesen, Junge. Da kommt er aber gleich rein. Ja, ja, die reagieren sofort. Wenn ich sowas versuche, dann muss das richtig gut sitzen. Oh nein, das ist nicht schön da draußen. Oh, das ist nicht schön. Aber hier liegt der Knüppel rum. Will ich den mitnehmen? Nein, wüsste nicht mal... Oh, was mache ich denn da, Junge? Ich wüsste nicht mal, wie genau, wie das dann aussehen soll. Darum gehen wir mal lieber zu unserem Bro hier rüber. Ja, anscheinend sind heute alle Bros. Bin einfach auch tot jetzt. Scheiße. Muss hier raus. Muss hier raus. So, stopp. Schnauze voll hier. Lass mal den Onkel da in Ruhe. So, schön die langen Haare hier mal nutzen. So, Träumchen. Sehr gut. Oh, oh, es geht direkt weiter. Schön mit dem Arsch freigekämpft. Ehre. Und der Stuhl, der sollte sein Untergang sein. Was war das, Junge? Was geht denn ab hier? Was geht denn ab? Junge, der RKO, der ist aber anders unerwartet auch für mich gewesen, oder was? Das ist nicht so gut gelaufen. Aber gut, so ist das Leben. Zack. Da war er doch. Perfekt. Jetzt nur aufpassen wegen Riddle, aber der scheint beschäftigt zu sein. Schade, ich dachte, die kloppen sich gerade. Ey, das ist ja wirklich wie in einer Männersauna hier. Scheiße. So sehen die Videos aus, die mir Tobi manchmal zeigt. Nur haben die noch seltsamere Kostüme an. Zack. Da kommt der Aufguss, Junge. Oh nein. Oh oh. Schön mit dem Arsch hier. Ja, auch das kenne ich aus den Videos. Was ist mit ihm? Der ist schon wieder tot. Na gut, wir nutzen das mal. Und drücken gleich noch ein bisschen Schaden. Bisher machen wir nämlich so lebenstechnisch eine echt gute Figur. Das sollten wir nutzen, solange es so ist. Ja, oh nein. Oh, damn son. Das war gut. Bleiben wir schön dran. Jo. Und dann einmal rüber hier. Wunderbar. Der ist sogar benommen, der Bruder. Ja, schlag nicht auf mich ein. No. Ah, da ist er schneller natürlich mit der Range, die er jetzt hat. Ah, das war dumm von mir. Das war sehr dumm von mir. Das waren echt ungute Hits. Da dachte ich, meine Faust ist schneller. Und das ist sie auch, aber nicht, wenn er einen Stock hat. Der natürlich auch seine Range pusht wie nichts Gutes, ey. So. Ja, das ist keine gute Entscheidung gewesen. Ey, wie er komplett langsam ankommt. Ich so den RKO vorbereite. Und er einfach mit dem Stuhl in Zeitlupe auf mich zusteppt. Holy shit. Na, wir gucken mal, was die Boys da machen. Wir beobachten das mal. Ja, das sieht sehr gesund aus. Dann gehen wir hier jetzt rein. Hallo. Na, ich komm gerade rein. Das ist aber keine nette Begrüßung. Begrüßt man so einen alten Freund? Oh, ich würde sagen nicht, ne. Ich würde sagen eher nicht. Ja, das war aber gut. Das waren gute Moves. Maybe können wir da aufbauen. Aber der hat mich schon wieder direkt im Visier. Und wollte auch schon wieder schneller sein. Habt ihr gesehen? Unglaublich, dieses Benehmen. Ey, Riddle genauso. Wieso schlagen die nicht mal auf die, die schon am Boden liegen? Das wäre doch viel netter. Nee, darf ich wieder herhalten hier. Bin doch kein Boxer. Oh nee, Riddle. Stop it now. Dankeschön. Ja, das war gut. Das war gut. Dann verpissen wir uns gerade wieder. Kostet leider auch immer ein bisschen Energie, ne? Aber was soll's. Guck mal, die beiden sind jetzt gut dabei hier. Die drehen sich sogar mal ausnahmsweise nicht direkt zu mir um. Dann können wir hier an den Onkel nochmal ran. Und sagen, wir bearbeiten dich gleich mal noch ein bisschen hier. Schön die Brust, jawohl. Da geht noch was in Sachen Farbe. Ordentlich rot hier. Perfekt. Und Riddle sofort am Switchen, Mann. Lass uns doch die beiden da jetzt erstmal beackern. Aber nein, die Bro-Mission. Ich glaube, es geht los. Oh, hat er Bock. Oh, da hat er Power gerade, ey. Aber wir konnten rauskommen. Kopf langsam orange. Man sieht den Schweiß auf den Körpern. Man rutscht jetzt nur noch ineinander in diesen Momenten. Und ich muss langsam aufstehen wieder. No! Oh, ein Glück. Oh, der ist noch fit, der Bruder. Und ich bin aufgewacht, ja. Der letzte Tritt gegen den Kopf, der hat ein bisschen sehr gezwirbelt. Anscheinend, es geht direkt weiter, oder was? Oh, ein Glück. Was? What is happening? Okay, lässig. Kann man machen. Boom! Das kann man auch machen. Noch ein! Come on! Yo! Das war ein leckerer Move, Junge. Und vielleicht schaffen wir jetzt mal einen geladenen. Maybe, wenn die beiden beschäftigt sind. Jetzt einfach schön rein hier. Sehr, sehr geil. Und come on, die fighten da. Let's go! Nein! Ah! Das wär's gewesen. Oh Gott, warum ist er so schnell? Warum ist denn der noch so schnell? Was? Ey, ich dachte, das war's jetzt. Das war so gut, wie die beiden beschäftigt sind, ne? Und dann fehlt eine Sekunde. Oh, come on. Das war nicht cool. Rope Break, okay, ein Glück. Der Onkel ist wirklich noch sehr, sehr fit. Oh mein Gott, der rasiert mich ja komplett in Sachen Schnelligkeit und Reaktion gerade. Gar nicht gut. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal ran. Den hier gerade liegen lassen und dann aber gucken, dass wir reinkommen. Ansonsten, wenn die dann mit dem Stuhl so weitermachen, dann ist er auch gleich einer ready, dass er gefinisht werden kann. Ja, ey, die sind mir zu schnell gerade. Wow. Die sind mir zu schnell gerade unterwegs. Oh, oh, oh. Aber wir werden gerettet, ja. Also meine Kondition sieht auch nicht mehr besonders gut aus. Aber da kommt man zumindest mal wieder auf die Beine. Das ist gut, um direkt im nächsten Grip zu landen. Und wieder auf dem Boden der Tatsachen zu liegen. Oh Gott, ja, einmal raus. Das ist eine gute Idee. Aber auch nicht zu sehr, weil solange wie jetzt jeder von uns liegen bleibt, sind natürlich die Pin-Chancen real, ne? Das ist auch klar. So, da wird sich schön hingelegt. Wir gehen mit rein hier. Probieren mal so eine lustige Grab-Geschichte. Ja, Riddle war kurz vorm benommen sein, ne? Hat jetzt einen Stuhl. Das kann schnell ins Auge gehen, weil ich ihn auch nicht getargetet hatte. Scheiße. Oh, ansonsten wäre ich schneller gewesen. So ein Stuhl ist ja kein Stock. Wissen die wenigsten. Entspricht aber doch der Wahrheit. Und keiner ist da, um uns rauszuholen. Um Gottes Willen. Jetzt aber beide hier. Sehr, sehr gut. Das war schön. Das war schön. Einziges Problem ist jetzt, dass das natürlich nichts werden kann. Weil die anderen beiden sind auch wieder heftig am Verhalten. Wenn wir jetzt aber hoffen, dass die so weitermachen. Nee, Riddle ist raus. Schade. Zack, dann nehmen wir den Onkel. Gönnt dem wieder so einen Doppelten hier. So einen Lampenlöhrer, ja. Und gucken mal, dass wir den jetzt auch nochmal runterbringen. Zack. Aber die bleiben natürlich noch nicht lang genug liegen, ne? Das ist klar. Jetzt kommt auch Riddle wieder rein. Ach, ich dachte, er holt sich den Stuhl. Nein, er benutzt mich als Mount. Bro, hast du überhaupt das Gold für ein Reittier? Oh Gott, nicht das schon wieder. Da müssen wir jetzt leider unsere Energie für den Widerstand opfern, weil da war er letztes Mal viel zu stark in diesem Move. Das hat zu lang gedauert und dass die anderen beiden Eumel uns hier nicht helfen, dann hat sich ja leider auch bisher nicht so ergeben. Er im Gegenteil. Ja, Riddle steht nochmal auf, obwohl er fast benommen ist. Ja, sehr schön. Sehr gute Hits. Dann nehmen wir jetzt dich. Zack. Aber Riddle rollt raus. Kacke. Riddle rollt raus. Das ist gar nicht gut. Aber wenn wir jetzt schnell genug sind. Nein, der Dude draußen steht auch wieder auf. Ah, no. Sonst hätten wir jetzt nochmal einen Pin probieren können. Aber der wird jetzt sofort reinkommen. Nein, wird er nicht. Ja! Yeah! Junge. Da war die Sekunde. Das war so knapp, Mann, ja. Aber so sind diese Fights, zumindest bei mir. Ich glaube, da kann man auch mit Taktik rangehen und jeden irgendwie in eine andere Richtung schmeißen vorher, ne? Aber bei mir ist immer, bitte lass den Bruder jetzt einfach nicht instant neben mir spawnen. Und da war die Sekunde diesmal auf unserer Seite. Geil. Das war ein sehr schöner Win. Das hat sehr viel Freude gemacht. Auch wenn leider nicht alles so funktioniert hat, wie ich wollte. Eilmeldung. Nach einer eingehenden Überprüfung steht fest, dass Super King of Bros den 24/7-Titel auf illegale Weise gewonnen hat. Aha. Oh, wütendes Emoji. Da müssen wir nochmal genauer reinlesen. Ja. Weshalb Dr. Fleef nie berechtigt war, den Titel zu gewinnen. Alle nachfolgenden Titelgewinne werden hiermit für nichtig erklärt. Der 24/7-Titel wird Dr. Fleef daher aberkannt? Erklärst du das mal bitte, Shawn Michaels? Naja, ich kann nichts dafür. Das kam von ganz oben. Ron Killings, der 24/7-Titel gehört wieder dir. Ist das irgendein Trick? Wehe, du veräppelst mich. Du bist der Champ, Champ. Und das heißt veräppeln. Was hat er geschrieben? Verpäppeln, danke. Mein Baby ist wieder da. What the fuck? Das war doch safe Shawn Michaels, der keinen Bock hatte auf meine Spielchen. Du hast durch diese ganzen 24/7-Spielchen den Fokus verloren. Das Management hat Größeres mit dir vor. Behalt den Preis im Blick. Den wahren Preis. Ey, was? Ich habe so heftig gefightet für den Titel und jetzt wegen einer nicht überwiesenen Bearbeitungsgebühr oder was wird er mir aberkannt. Wow. Ja, sie haben hier falsch unterschrieben, ne? Irgend so ein Bums. Fantastisch. Na gut. Rutschige 24. So wie man reinrutscht, so rutscht man auch wieder raus, würde ich sagen, oder?